Willkommen zu unserem dritten inhaltlichen Block im Seminar Einführung in die Game Studies. Im sehr lang gewordenen Impuls zu diesem Block, in dem wir uns mit Tabletop-Rollenspielen beschäftigen werden, stelle ich Ihnen Überlegungen und systematische Analysekategorien zur Ästhetik des Tabletop-Rollenspiels vor. Ich werde mich dabei mit folgenden Themen befassen. Erstens werde ich etwas zur Frage sagen, was ein Tabletop-Rollenspiel ist. Zweitens werde ich Ihnen kurz ein Beispiel einer konkreten Spielsituation vorstellen. Drittens werde ich diskutieren, was eigentlich der Text ist, den wir in Bezug auf Tabletop-Rollenspiele analysieren können. Viertens gehe ich auf Handlungsmacht und Autorität im Tabletop-Rollenspiel ein. Fünftens stelle ich Merkmale und Bestandteile des Tabletop-Rollenspiels im Überblick dar. Sechstens sage ich etwas über die Bedeutung von Charakterbögen für das Tabletop-Rollenspiel. Siebtens gebe ich eine sehr kurze Einführung in einige Aspekte des Designs von Tabletop-Rollenspielen. Achtens stelle ich Ihnen populäre Theoretisierungen von Tabletop-Rollenspielen durch SpielerInnen und DesignerInnen vor. Neuntens gehe ich auf die Perspektive der Rahmenanalyse im Anschluss an Irving Goffman ein, mit welcher der Ablauf einer konkreten Tabletop-Rollenspielsitzung analysiert werden kann. Zehntens stelle ich einige analytische Perspektiven auf Zeit im Tabletop-Rollenspiel vor. Elftens behandle ich kurz das Thema Immersion im Tabletop-Rollenspiel. Zwölftens gebe ich einen Einblick in Sicherheitstechniken für das Tabletop-Rollenspiel. 13. stelle ich noch kurz ökonomische Perspektiven vor, sowie eine Typologie der Verhältnisse zwischen Charaktergestaltung und der Identität der SpielerInnen. 14. und letztens gehe ich auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf Tabletop-Rollenspiele ein. Eine Bemerkung zur Begrifflichkeit. In seiner Studie zu The Fantasy Role-Playing Game, A New Performing Art, spricht Daniel Mackay explizit von einer Aesthetics of the Role-Playing Game, will damit aber vor allem auf eine Bestimmung des Tabletop-Rollenspiels als Kunstform hinaus. Im Zentrum des Rollenspiels stünde eine bestimmte Form von Performance-Kunst, Performance-Art, die gleichzeitig dasjenige Element sei, das als einziges vom Rollenspiel nicht getrennt werden könne. Seine Aesthetics of the Role-Playing Game ist dabei an attempt to discover some of its intrinsic tropes, figures and structures that are not readily available to the game designers or players. Das ästhetische Objekt, das Mackay dabei im Blick hat, ist the residue left behind in the memories of the players as the performance, replete with its frame flickering, disappears in the very moments of its appearance. Wie auch in den zwei vorherigen Impulsen, möchte ich hier dagegen unter dem Stichwort Ästhetik vor allem auf die verschiedenen Möglichkeiten hinaus, wie sich die audiovisuellen, materiellen, ludischen und narrativen Aspekte von Tabletop-Rollenspielen aus der Perspektive der Game Studies analysieren lassen. Wie werden besonders materielle und visuelle Elemente in dieser Form des Spiels eingesetzt? Welche Interaktionsmöglichkeiten und Spielerfahrung bietet es? Und wie werden im Tabletop-Rollenspiel Geschichten eingesetzt und erzählt? In der kurzen Einführung in die Geschichte und Gegenwart des Tabletop-Rollenspiels bin ich bereits kurz auf die Frage eingegangen, was ein Tabletop-Rollenspiel ist, auch wenn bei allen Formen von Spielen, die wir bisher diskutiert haben, die Grenzen fließend sind. Ich möchte hier kurz drei Aspekte noch einmal aufgreifen. Zum einen die Abgrenzung von Typen von Rollenspielen. Grundsätzlich lassen sich Tabletop-Rollenspiele, Live-Rollenspiele, Singleplayer-Computer-Rollenspiele und Multiplayer-Online-Rollenspiele unterscheiden. All diese Formen sind aus einer Game-Studies-Perspektive natürlich interessant. In diesem Block soll der Fokus allerdings auf Tabletop-Rollenspielen liegen. In gewissem Sinne sind diese auch die historische Grundlage für die anderen Formen und lassen sich, in einer relativ starken Verkürzung, auf die 1970er Jahre und die Erfindung des kanonisch ersten Tabletop-Rollenspiels Dungeons & Dragons durch Dave Arneson und Gary Gygax zurückführen, das 1974 erstmals veröffentlicht wurde. Zum Kontext dieser Entstehung schreibt John Peterson in Playing at the World, A History of Simulating Wars, People and Fantastic Adventures, From Chess to Role-Playing Games, seiner ausführlichen Geschichte dieser ersten Jahre des Tabletop-Rollenspiels, das folgende und beschreibt damit auch schon die Elemente, die in dieser Form des Spiels zusammenkommen. As the invention of Dungeons and Dragons depended on the mingling of fantasy genre literature with wargaming, these are the first two components examined under the headings of setting and system. The third component is role-playing itself,
the bond of identification forged between the player and character. Zum einen verweist Peterson damit darauf, dass eine bestimmte Form fantastischer Literatur, besonders J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings, aber ebenso die Conan-Erzählung Robert E. Howards und die Fantasy-Romane von Michael Moorcock, eine große Bedeutung für die Entstehung dieser Spiele hatten. Zum anderen betont er die Wurzeln besonders der spielmechanischen Elemente von Tabletop-Rollenspielen im Wargaming. Diese beiden Aspekte finden dann auch Ausdruck in zwei der zentralen Komponenten, aus denen diese Spiele meistens bestehen. Nämlich einer mehr oder weniger detaillierten Beschreibung eines spezifischen Settings, meist einer fiktiven Welt, das zunächst eben das einer Fantasy-Welt war, und einem Regelsystem, das es ermöglicht, in dieser Welt eigene Abenteuer zu erleben. Dazu kommt als entscheidender Schritt dieser Erfindung des Tabletop-Rollenspiels die Verkörperung individueller Charaktere durch die SpielerInnen, was den Schritt vom Wargaming zum Tabletop-Rollenspiel repräsentiert. Bis heute ist die Zuordnung eines Charakters zu einer Spielerin ein Merkmal der meisten, wenn auch nicht aller Tabletop-Rollenspiele. Was ermöglicht nun die Verbindung von Setting, Regel, System und Charakter? Wie wird daraus eine spezifische Form des Spiels und wie funktioniert dieses? Mit einem Zeitsprung in die 2010er Jahre und in einer moderneren Formulierung aus dem Independent-Tabletop-Rollenspiel Apocalypse World von 2010 handelt es sich beim Tabletop-Rollenspiel um ein Gespräch. The conversation. You probably know this already. Role-playing is a conversation. You and the other players go back and forth, talking about these fictional characters and their fictional circumstances, doing whatever it is that they do. Like any conversation, you take turns, but it's not like taking turns, right? Sometimes you talk over each other, interrupt, build on each other's ideas, monopolize, all fine. All these rules do is mediate the conversation. They kick in when someone says some particular things, and they impose constraints on what everyone should say after. Makes sense, right? Wie sieht dies nun konkret aus? Wie lässt sich diese Form des Spiels in einer Definition beschreiben? Ich möchte kurz eine Definition des Tabletop-Rollenspiels diskutieren und Ihnen dann ein Beispiel einer konkreten Spielsituation vorstellen. In seinem bereits erwähnten Buch von 2001 charakterisiert Mackay das Tabletop-Rollenspiel wie folgt. I define the role-playing game as an episodic and participatory story creation system that includes a set of quantified rules that assist a group of players and a game master in determining how their fictional characters' spontaneous interactions are resolved. These performed interactions between the players and Game Master's characters take place during individual sessions that, together, form episodes or adventures in the lives of the fictional characters. In dieser etwas wissenschaftlicheren Beschreibung werden also eine Reihe von Elementen genannt, deren Kombination für Mackay das Tabletop-Rollenspiel ausmacht. Ein solches Spiel liefert ein System von Regeln, mit dessen Hilfe während einer Spielsitzung in Kollaboration zwischen SpielerInnen und Spielleitung gemeinsam Geschichten erschaffen würden. Diese hätten zumeist eine episodische Struktur und seien auf die Mitwirkung aller Beteiligten ausgelegt. Es ist allerdings wichtig, schon hier darauf hinzuweisen, dass die klassische Struktur mit einer Spielleitung, die einer kleinen Gruppe von SpielerInnen gegenüber sitzt und letztlich über die Anwendung der Regeln entscheidet, nicht unbedingt die Struktur ist, die allen Tabletop-Rollenspielen zugrunde liegt. Auch wenn, besonders in der etwas älteren Literatur, diese Konfiguration zum Teil als notwendiges Merkmal eines Tabletop-Rollenspiels beschrieben wird. Vielmehr gibt es immer schon Formen des Solospiels sowie unterschiedliche Formen, in denen es keine abgegrenzte Spielleitung gibt, sondern deren Aufgaben dann beispielsweise von allen Spielenden gemeinsam übernommen werden. Neben der Bezeichnung als spielleiterlose Systeme werden diese da häufig auch als spielleitervolle Systeme charakterisiert. Im Spielerhandbuch der ersten auf Deutsch übersetzten Fassung von Dungeons & Dragons heißt es als Antwort auf die Frage, was ist ein Rollenspiel, dann wie folgt. Ein Rollenspiel bedeutet, Sie stellen sich vor, Sie wären eine andere Person und benehmen sich so, wie Sie es von ihr erwarten. Dazu braucht man keine Bühne, kein Kostüm, kein Drehbuch. Was Sie allerdings brauchen, ist Fantasie. Zu diesem Spiel gehört kein Spielbrett, denn es ist keines erforderlich. Und außerdem, kein Spielbrett könnte all die Verliese, Drachen, Monster und Charaktere aufnehmen, die Sie bald kennenlernen werden. Im klassischen Fall sitzen sich hier also zwischen 2 und 6 Spielerinnen gemeinsam an einem Tisch gegenüber mit einer Person, die eine Spielleitung übernimmt. Ein Tabletop-Rollenspiel lässt sich aber auch zu zweit mit nur einem Spieler und einer Spielleiterin spielen oder als Sonderfall sogar auch alleine. Ich möchte Ihnen nun kurz einen Ausschnitt aus einer solchen Spielsituation mit 2 Spielern vorstellen. Hören Sie über die nächsten Minuten einmal zu, wie das Spiel hier konkret abläuft.
All right. So yeah, so as a bard, your main thing is you're an entertainer, you're charismatic. You, the one character class I never played in the old days, by the way. Okay, well, thank the internet for that one. Okay, great. Thanks, guys. Wait, the net voted me a bard? Yeah, they voted you a bard. Thank you. They also voted you have a companion for this adventure. Okay. There could have been a various number of companions they chose for you to have a bee. A bee? You have a bee. It kind of acts as a communicate with it? You can talk with it, yeah. They can talk back. You can understand bee. Okay, great. So, and it is your friend. You can name it if you have a name for your bee, if you'd like to decide. Eric. Eric the bee. Not the half a bee, but the bee himself. I like that. All right. As you make your way into the forest, Eric kind of comes up to your ear and starts just talking to you about stuff in the day. You understanding bee can hear exactly what he's saying. So you have a nice conversation. Can Eric scout for me? You can, he go out ahead of me? If you'd like to, yeah. Bees can be great scouts. They fit in well in forests. All right. Hard to hit, and they have compound eyes, so they can see a lot. Quite a bit, actually. Okay, so we're on the edge of the forest, I assume? Yes. Okay. I send Eric in first. Okay. I send him in. Can I direct him? Go in 50 yards and come back. Sure. Go ahead and roll a d20 to go ahead and see how Eric's capability is. Five. A five. Eric returns saying, everything's good? All right, I follow him on the path that he just took. Okay, so you guys begin making your way deeper into the plum groves, the shaded canopy of the forest itself, kind of keeping a good portion of the sunlight from reaching you directly. It is beautiful. It's cooler. The temperature drops as you progress forward. The smell of fermenting fruit gets strong on your nose. Eventually, you find a small clearing. You're starting to feel a little hungry. Have a little snack. Mm-hmm. Eric feels confident. Nothing's a problem in the area. Mm-hmm. Okay. Go ahead and roll a perception check for me. 20? Yep. 12. A 12. And your perception score is plus? Perception is plus zero. Plus zero. So a standard 12. Okay. So as you're stopping for a moment and enjoying your sandwich, and Eric is kind of getting a bit of pollen off the side, you hear at the left corner of your peripheral. I draw my sword. You draw your sword and glance over just in time to see what looks to be a mass of black fur just leap out of the woods in your direction. You need to roll initiative for me, friend. Still 20? Still d20, yeah. 13. 13, okay. Plus, do I have any plus initiative modifiers? Right. Plus two, okay, so 15. You go first. You actually beat this creature. You glance around to see what looks to be a large black-furred panther, but you see in the split second it leaps towards you, its jaws open, its teeth kind of just slavering down. Part of its face is scraped off, and you see bone. It doesn't appear to be entirely alive, but you have the draw. What are you doing? Hack and chop. Okay, go ahead and roll an attack with your longsword. Again, 20. D20, yeah. It's been a while. It's all good. Oh no. Two plus four. Six. It catches you off guard, and you try and swing wide, but find your body poof, battered to the side. You tumble poof, and drag to the ground right as it pounces on top of you. The panther creature is now right over you. However, Eric gets a turn on your turn as well. So what would you like Eric to do? Sting him in the eye. Go for it. So go ahead and roll an attack for Eric. Three. Wait, this is going to be a brief adventure, friends. So I would like to really love to help Red Nose Day more than this, but it looks like we're going to be knocked out pretty soon. Yeah, we'll see. Okay. So Eric attempts to swing down and try and jam into the eye. However, he does sting the eye, but the eye doesn't seem to be really alive anymore. It's dangling out of the socket. It seems to be clouded over. It doesn't have an effect on the creature. So now it's the creature's turn. Pinned on your chest, it's going to attempt to try and bite down towards you. Ich hoffe, dass Sie auf der Basis dieses kurzen Ausschnitts einen besseren Eindruck dessen gewonnen haben, wie eine Rollenspielsitzung abläuft. Es lässt sich hier beobachten, wie das Gespräch, also die Interaktion zwischen Spieler und Spielleitung, so abläuft, dass die Spielleitung eine Situation beschreibt und dann entweder direkt den Spieler auffordert, zu sagen, was seine Figur tut, oder der Spieler in Reaktion auf die Beschreibung der Spielleitung ohne Aufforderung eine Aktion verkündet. Ebenso sehen wir die Funktionsweise der Regelmechanismen, der Regelmechaniken in der Praxis. Wenn der Spieler aufgefordert wird, einen 20-seitigen Würfel zu werfen, um festzustellen, wie erfolgreich eine bestimmte Aktion ausgeht. Das Kundschaften der Biene im Wald oder ein Angriff auf die Kreatur, die den Spieler attackiert. Gleichzeitig ist interessant, dass die Zuordnung genau eines Charakters zu jedem Spielenden hier bereits erweitert wird, dadurch, dass der Spieler, Stephen Colbert, ebenfalls einen Gefährten seiner Figur, Erik die Biene, spielt. Also Auskunft darüber gibt, was diese tun soll. Gleichzeitig verbleibt die Biene dennoch weitgehend auf der Ebene eines vom Spielleiter gesteuerten Figur, eines sogenannten Nicht-Spieler-Charakters oder Non-Player-Character, NSC oder NPC. Denn letztlich beschreibt Matt Mercer, hier der Spielleiter und im Hauptberuf Game Master des mit Abstand erfolgreichsten Tabletop-Rollenspiel-Livestreams Critical Role, die konkreten Handlungen der Biene. All dies findet rein in der Fantasie, wie es im D&D-Spielerhandbuch heißt, statt. Es gibt kein Spielbrett oder Figuren.
Was es allerdings zur Unterstützung des Spiels gibt, ist ein sogenannter Charakterbogen, Character Sheet, auf dem die Spielwerte der Figur des Spielers vermerkt sind. Ich komme darauf noch zurück. Und eine Illustration der Figur, die jemand für den Spieler gezeichnet hat und die das Sich-Vorstellen des Charakters unterstützt. Auch werden Würfel als Zufallsgeneratoren verwendet. Der Spielleiter hat, hinter einem Spielleiterschirm, Game Master Screen, verschiedene Notizen zu Setting und konkretem Szenario, die er im Verlauf der Spielsitzung referenziert. Was hier im Ausschnitt nicht prominent vorkommt, aber häufig in Tabletop-Rollenspielsitzungen eine wichtige Rolle spielt, sind Regelbücher, die Auskunft über das System der Spielregeln geben, sowie Setting-Beschreibungen, welche die fiktive Welt, in der die Ereignisse stattfinden, in unterschiedlichem Detailgrad darstellen. Dazu kommen dann entweder wie hier selbst angefertigte Notizen zum konkreten Szenario oder ein vorgefertigtes Abenteuermodul. Der Literaturwissenschaftler Raphael Vienna hat sich mit der Materialität von Rollenspielen beschäftigt und vorgeschlagen, all dies als Rollenspielmaterialien, Role-Playing Materials, zu beschreiben und deren Analyse stärker in die Beschäftigung mit dieser Art von Spielen einzubringen. Gleichzeitig verweist das Spielbeispiel und das Thema der Tabletop-Rollenspiele noch einmal generell auf die Frage, was wir eigentlich analysieren, wenn wir uns in den Game Studies mit einem Spiel beschäftigen. Was ist der Text des Spiels, der Analyse zugrunde liegt? Wir hatten diese Frage bereits in Bezug auf Computerspiele gestellt, wo wir festgestellt hatten, dass wir uns mit The Games in Themselves befassen wollten, wie es bei Eggenfeld-Nielsen hieß, sowie besonders im vierten Block mit den sie umgebenden Kulturen. Wir wollten die Spiele so auf ihre Strukturen und die eingesetzten Techniken hin analysieren. Schon hier ging es aber gleichzeitig um die Player Experience, also die konkrete Spielerfahrung, die eine Spielerin beim Spielen des Spiels macht, eben um How It Plays. In Bezug auf Brettspiele haben wir dann einerseits mit Stenros und Van von Games as Activity gesprochen. Und andererseits hat uns Booth immer wieder darauf hingewiesen, dass das Brettspiel, oder vielmehr jedes Spiel, sich erst in der Aktivität des Spielens realisiert. Stenros und Van beziehen sich in ihrer Darstellung auf Stefan Björk, der Spiele, Games, SpielerInnen, Gamers und das Spielen, Gaming, unterscheidet. Three general areas of game studies stand out. First, some focus on the artifacts or systems that encode rules and procedures. Second, some focus on the people using the artifact. Third, some focus on the interactions or activities that people engage in when using game artifacts. The different foci are easily mapped on the three game concepts, games, gamers and gaming. Der Fokus auf das Spielen verweist darauf, dass Spiele zwar, wie im Fall von Computerspielen, als Software-Artefakt, bestehend aus Programmcode und Medieninhalten wie Bildmaterial und Tonaufnahmen, oder wie im Fall von Brettspielen in ihrer Materialität vorliegen, wir bei einem Tabletop-Rollenspiel dann zumindest noch das oder die Bücher haben, in denen System und Setting beschrieben werden, dass wir aber für all diese Formen, wenn wir uns für die Spielerfahrung interessieren, letztlich immer nur eine konkrete Spielsituation konkreter SpielerInnen analysieren können. Tabletop-Rollenspiele spitzen diese Problematik vielleicht noch in hilfreicher Weise noch einmal zu. Da wir es hier einerseits auch mit entsprechenden Artefakten zu tun haben, gedruckte Bücher oder PDFs, diese jedoch vielleicht noch weniger als bei den zwei anderen Formen von Spielen direkt nahelegen, dass es sich dabei um das eigentliche Spiel handelt, das sich rein anhand dieser Elemente analysieren ließe. Auf die Thematik, dass natürlich auch für Tabletop-Rollenspiele sehr häufig weitere Formen von Materialisierung und Visualisierung, wie Miniaturen, Spielpläne oder Karten verwendet werden, kommen wir ebenfalls noch zurück. Vielleicht stellen uns Tabletop-Rollenspiele somit noch einmal im Speziellen vor die Frage, was wir eigentlich genau analysieren, wenn wir Spiele analysieren. Stenros schlägt in einem Beitrag zum Rollenspieltext, Role-Playing-Text, vor, dass sechs Aspekte analysiert werden könnten. Im Zentrum stünde der Rollenspieltext selbst, the Role-Playing-Text itself, als das, was zwischen SpielerInnen und Spielleitung hervorgebracht würde. Es handelte sich dabei um ein ephemeres, transitorisches Phänomen, was letztlich nur im Moment des konkreten Spielens existiere. Als theoretisches Konstrukt, das der Spielerfahrung aller Beteiligten zugrunde liege, umfasse dieser Rollenspieltext alle Elemente der Diegese, all of that which is true within the game, aber auch die jeweiligen Spielerfahrungen der Beteiligten. Stenros schreibt, thus, the role-playing text includes not only the what, diegesis, but also the how, methods. The third product of role-playing is the experiences of the participants, which include, along with the role-playing text, extra diegetic events that do not directly relate to role-playing, such as off-game gossip, but which would contribute to an ethnographic study of the game.
Auch wenn der Rollenspieltext dokumentiert werden kann, über Notizen, Vertextlichungen, aber auch über Audio- und Videoaufnahmen, ich komme darauf noch zurück, können diese ihn nicht vollständig erfassen. Seine Analyse basiert auf einer entsprechenden Dokumentation und stellt damit letztlich immer eine unvollständige Rekonstruktion dar. Dieser umfassende Rollenspieltext, der theoretisch auch mehr als einen Spieleabend beinhalten kann, lässt sich aber nicht als einziges als der Text des Tabletop-Rollenspiels analysieren. Text im semiotischen Sinne eines Materials, das einer analytischen Interpretation zugrunde gelegt wird. Stenros entscheidet insgesamt 6 mögliche Texte, die analytisch in den Blick genommen werden können. Erstens der Rollenspieltext selbst, Role-Playing Text itself. Zweitens die konkrete Spielsitzung, Session. Drittens das Szenario, Scenario. Viertens die Regeln, Rules. Fünftens weiteres Quellenmaterial, Source Material oder Source Books. Und sechstens die Erzählung, die Geschichte als Erzählung, Narrativized Story. Die Spielsitzung umfasst beispielsweise nicht nur die auf das Spiel bezogenen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sondern auch die sonstigen während dieser Zeit stattfindenden Interaktionen zwischen den Beteiligten, Smalltalk, Verpflegung etc., was für eine ethnografische Perspektive von Relevanz sein könnte. Szenario, Regeln und Quellenmaterial, das meist in Textform, Bücher und Hefte vorliegt, lässt sich als Ausgangsmaterial des hervorgebrachten Rollenspieltexts analysieren. Die konkret angewandten Regeln, aber etwa auch als spezifischer Aspekt des umfassenden Rollenspieltexts. Der im Verlauf des Spielens entstehende Ablauf der Ereignisse lässt sich beispielsweise anhand einer als Erzählung vorliegenden Verschriftlichung analysieren. Wie wird dieser Rollenspieltext nun in einer konkreten Spielsitzung hervorgebracht? Lisa Padol geht ebenfalls vom Rollenspieltext als dem eigentlich zu analysierenden Gegenstand aus. The session itself is the text of the session. It is, therefore, transitory, existing only for the duration of the session. Blick auf das, was wir oben als das Gespräch, the conversation, kennengelernt haben, können wir verstehen, dass Padol davon ausgeht, dass der Text dieser Session in der Interaktion zwischen den Spielerinnen und der Spielleitung hervorgebracht wird. Alles, was im Verlauf des Spielens in diese Interaktion eingebracht wird, wird dann auch Teil des konkret entstehenden Textes, wie sie unter Bezug auf einen Artikel von Matthew F. Porter schreibt. The text is defined by what goes on at the interface between the GM and the players. Part of the background which doesn't make it into that interface are not really part of the game. Anything which reaches the interface between the GM and the players is part of the text. Anything which does not reach the interface and therefore does not affect both the GM and the players is not part of the text. The material which reaches the interface includes the GM's descriptions of settings, along with any diagrams or handouts provided. It includes the players' and the PCs' reactions to the GM's descriptions. It includes the GM's personification of the various characters who interact with the PCs and the PCs' reactions to them. Information which does not reach the interface, which is known only by one of the gamers, Spielleitung oder SpielerInnen, is not part of the text. Für diesen Rollenspieltext lassen sich somit eine Mehrzahl von AutorInnen beschreiben. Jessica Hammer hat diese in primäre, primary, sekundäre, secondary und tertiary AutorInnen, Authors unterschieden, die jeweils primäre, sekundäre und tertiäre Texte hervorbringen. Sie schreibt: The primary text is that which outlines the rules and settings of the game in general. The secondary text uses this material to create a specific situation. Finally, the tertiary text is created as the characters encounter the situation in play. In gewissem Sinne ließe sich also sagen, dass es sich bei dem von Padol und Stenros vor allem in den Blick genommenen Rollenspieltext um den tertiären Text im Schema von Hammer handelt. Dessen AutorInnen sind die an einer konkreten Spielrunde beteiligten Personen. Darüber hinaus lässt sich mit Hammer dann auf die primären AutorInnen und den primären Text eingehen. Sie beschreibt: The primary author develops a world and a set of rules. This is often referred to as system and setting. System enables players to take actions and revolve conflicts in the fictional world. While setting tells the players about what the fictional world is like. This material almost never is enough to actually tell a story with. It is general rather than concrete, world building rather than story building. AutorInnen des primären Texts sind somit diejenigen, die die Regeltexte sowie diejenigen Texte verfassen, die das System und das Setting des Spiels darstellen. Dazu kommt dann der sekundäre Text. The secondary author takes the work of the primary author and uses it to construct a specific situation or scenario.
If the primary author is the world builder, the secondary author is the story builder. They take the general ideas of the world and embody them into concrete. The secondary author may use both narrative and social tools to get this job done. For example, determining what game the group is playing would certainly be part of a secondary author's job, as would be crafting the specific characters who will appear in the story. Diese Funktion der sekundären Autorin kann sowohl von jemandem übernommen werden, der nicht Teil der konkreten Spielrunde ist, wie im Fall der Verwendung eines vorgefertigten Abenteuers, oder von der spielleitenden Person selbst, die dann selbst ein entsprechendes Szenario entwirft. Zumeist ist in der Praxis eine Kombination von beiden zu beobachten, mit unterschiedlich starken Anteilen entweder von vorgefertigten oder selbst entworfenem Material. In der konkreten Spielsitzung kommen die auf der primären und sekundären Ebene hervorgebrachten Texte dann auf der dritten Ebene zusammen. The tertiary authors then write the text of the game in play. They encounter a concrete scenario which is consistent with the larger world of the game. But ultimately, it is their moment-to-moment choices which determine what happens in that scenario. Even in the cases where the outcome is fixed, the ways in which the characters arrive at that outcome cannot be anticipated and are always new. If the primary author creates the set and costumes, and the secondary author provides the characters and the script outline, the tertiary authors are the ones who bring the story to life. In dieser Weise entstehen also zwischen primären, sekundären und tertiären AutorInnen sowohl die Texte der unterschiedlichen Ebenen, die auch Stendros zum Teil in seiner Unterscheidung von sechs Perspektiven auf den Rollenspieltext in den Blick nimmt, als auch entsteht der konkrete Rollenspieltext einer Spielsetzung als tertiärer Text und die Abstraktion des Rollenspieltextes allgemein. Eine entscheidende Frage, die sich im Blick auf diese drei Texte dann stellen lässt, ist erstens, wie sehr sie jeweils die folgende Ebene beeinflussen oder beeinflussen wollen und zweitens, welche der Spielenden welche Form von Autorität hat, auf der entsprechenden Ebene als AutorIn in Erscheinung zu treten. Ebenso können die drei Rollen in einer Spielsitzung auch alle noch einmal auftreten, selbst wenn auf bereits vorgefertigte Setting- und Szenariotexte zurückgegriffen wird. Hammer schreibt: At any moment one consider who is acting as a world builder, who is acting as a story builder and who as a story player. Sie schlägt dann vor, verschiedene Typen von Handlungsmacht, Agency zu unterscheiden, über die RollenspielerInnen in Bezug auf eine Spielsituation verfügen können, sowie die Form von Autorität, Authority, eigene Entscheidungen durchzusetzen. Im Blick auf den Rollenspieltext muss Handlungsmacht allerdings anders als hinsichtlich klassischer Erzähltexte verstanden werden. Hammer schreibt: While traditional texts are fixed in form but fluid in interpretation, role-playing texts are negotiated during play, and all participants can exercise their agency to shape the way that the story goes. In Bezug auf literarische Texte, wie es ja im weitesten Sinne die abgeschlossenen Regelbücher und Settingbeschreibungen in Tabletop-Rollenspiel auch sind, lassen sich textliche Handlungsmacht, textual agency, also wie viel Kontrolle ein Akteur über die konkrete Text gestellt hat, narrative Handlungsmacht, narrative agency, wie viel Kontrolle ein Akteur über die Erzählung und insbesondere über die Handlung der Charaktere hat, psychologische Handlungsmacht, psychological agency, inwiefern ein Akteur das Gefühl hat, Kontrolle zu haben, und kulturelle Handlungsmacht, cultural agency, wie sehr diese Handlungsmacht eines Akteurs im entsprechenden Kontext anerkannt ist, unterscheiden. Gerade für die sekundären AutorInnen gilt, dass ihr Verhältnis zu diesen Formen von Handlungsmacht komplex ist. Secondary authors particularly have a difficult relationship with agency. Because their job is to make a fictional world concrete enough to tell a particular story in, they must have a significant amount of all four kinds of agency in order to do this effectively. At the same time, they must leave the other participants room to exercise their own agency, or they shut down the possibility of meaningful participation from their collaborators. Ein entscheidender Parameter für den Ablauf einer Tabletop-Rollenspielsitzung besteht also in der Art und Weise, wie die sekundären AutorInnen ihren Beitrag zum Rollenspieltext konkret gestalten. Hammer unterscheidet vier Formen von Autorität in Bezug auf literarische Texte: narrative, psychologische, kulturelle und physische Autorität. Narrative, psychological, cultural and physical authority. Erstere bezieht sich auf die Frage, wer Entscheidungen über den konkreten Verlauf einer Geschichte trifft. Zweitere darauf, wie der Text die Autorität seiner Erzählposition etabliert. Die dritte Form, auf den einem Text kulturell zugeschriebenen Wert.
und letztere auf die einem Text als schriftlich fixierten und weitgegebenen Inhalt zukommende Autorität. Im Kontext des Tabletop-Rollenspiels ergibt sich die Verteilung von Autorität einerseits aus dem Regelsystem des konkreten Spiels, wird aber von einer Gruppe im Vorfeld und während des Spielens auch immer weiter ausgehandelt. Wenn in einem Rollenspiel aber im Prinzip jegliche Art von Handlung und jede Fortsetzung der gegenwärtigen fiktionalen Ereignisse vorstellbar ist und alle Beteiligten in gewissem Maße über die Handlungsmacht verfügen, die Geschehnisse voranzutreiben, wie wird dann in der Praxis diese Potenzialität beschränkt? Hammer beschreibt drei Formen von Grenzen, die sich eine Gruppe von Spielenden gibt, um diesem Problem zu begegnen. Most groups limit their agency based on narrative plausibility or genre concerns, which one might call a fabulaic limit on agency. Another limit, what one might call the zero-sum limit, comes from the nature of collaborative play. Any participant must cede at least some agency to other members of the group, or those other members cannot meaningfully participate. Finally, groups tend to agree to respect the work of the primary and sometimes secondary authors, which one could call a canonical limit. This sort of limit comes from the participants' needs for structure to support their creative practice and for ways by which to agree that they are playing the same game. Unterscheiden lassen sich also eine fabulatorische Begrenzung, eine Nullsummenbegrenzung und eine kanonische Begrenzung, die gemeinsam diese allgemein gegebenen Möglichkeiten einschränken. Auf dieser Basis beschreibt Hammer dann drei Formen von Handlungsmacht, die spezifisch für Tabletop-Rollenspiele seien. Handlungsmacht in Bezug auf die Charaktere, Character Agency, betrifft die Diegese der fiktionalen Welt und beschreibt die Fähigkeiten der unterschiedlichen Figuren und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb dieser Welt. Die Handlungsmacht der am Spiel Beteiligten, Participant Agency, bezieht sich auf die Möglichkeiten der einzelnen SpielerInnen, als AutorInnen aufzutreten, also den Verlauf der Ereignisse entscheidend mitzugestalten. Dies ist besonders relevant im Fall einer sich widersprechenden Beschreibung von Ereignissen durch mehrere AutorInnen. Unter Handlungsmacht in Bezug auf den Rahmen, Framework Agency, versteht Hammer, inwiefern die Spielenden die Möglichkeit haben, die zumeist von primären AutorInnen festgelegten Regeln und Setting-Vorgaben zu beeinflussen oder zu ändern. Letztlich werden jedoch alle drei Formen von Handlungsmacht häufig in den primären Texten festgelegt und müssen dann von der Gruppe der Spielenden auf der Basis dieser Festlegungen konkret umgesetzt oder neu ausgehandelt werden. Die drei eben genannten Begrenzungen der Handlungsmacht innerhalb einer Gruppe beziehen sich direkt auf diese drei Formen von Handlungsmacht. Fabulaic limits relate to the desire for plausible character agency. Zero-sum limits relate to the negotiation of participant agency. And canonical limits relate to the extent of a group's framework agency. Was die Autoritätsverteilung innerhalb der Gruppe angeht, schlägt Hammer eine Unterscheidung zwischen expliziter Autorität, explicit authority, eine klare Beanspruchung und Zuordnung einer bestimmten Form von Autorität, etwa über Festlegung der Handlung des eigenen Charakters, implizite Autorität, implicit authority, die Inanspruchnahme oder auch Akzeptanz einer bestimmten Verteilung von Autorität, ohne dass dies explizit von den Regeln oder der Gruppe festgelegt worden ist, und aufgezwungene Autorität, imposed authority, eine von außerhalb der Gruppe stammende Referenz für die Zuschreibung von Autorität, beispielsweise etwa über ein Regelbuch oder über den Kontext einer Spielsituation, wenn etwa auf einer Spielemesse Ablauf und Länge einer Spielrunde festgelegt sind. In ihrem Text geht Hammer dann, was ich hier nicht im Detail ausführen kann, noch auf die Formen ein, wie in konkreten Spielsituationen Handlungsmacht und Autorität ausgehandelt werden und unterscheidet in Bezug auf erstere zwischen Opportunity, Coping und Alternatives und in Bezug auf zweitere zwischen Trade-off, Consensus, Helplessness und Subversion. Eine weitere ausführliche Beschäftigung mit dem Thema der Autorschaft und Handlungsmacht in Tabletop-Rollenspiel finden Sie in Jennifer Growling Covers Buch The Creation of Narrative in Tabletop Roleplaying Games. Ihr Fokus liegt darauf, dass die Autorschaft im Tabletop-Rollenspiel ständig dynamisch ist, eine mögliche Besonderheit des Mediums. Wichtig ist auch noch darauf hinzuweisen, dass eine Analyse von Autorschaft und von Autorität sowohl anhand des Textes einer konkreten Rollenspielsitzung vorgenommen werden kann, also im Blick darauf, wie in einer tatsächlichen Spielsituation Autorenschaften auftauchen und Autoritäten ausgehandelt werden können. Die Analyse von primärer, sekundärer und tertiärer Autorschaft sowie der unterschiedlichen Formen von Autorität kann aber natürlich auch bereits im Blick auf das System eines Tabletop-Rollenspiels erfolgen, also als Herausarbeitung davon, was und in welcher Weise ein System in seinen Regelbüchern,
entsprechende Verteilung von Autorschaft und Autorität vorsieht. Ebenso verweisen die gerade diskutierten Perspektiven darauf, dass sich das Spielen eines Spiels und das Design eines Spiels nicht unbedingt klar voneinander trennen lässt. Während dies in Bezug auf die Modding- und Hacking-Kulturen durchaus auch für Computerspiele und Brettspiele gilt, ist dies noch klarer erkennbar im Fall des Tabletop-Rollenspiels. In sehr anderer Weise als zumindest der überwiegende Teil der Computerspiele und Brettspiele sind Tabletop-Rollenspiele oftmals unvollständig. Sie erwarten einen Input der Spielleitung, aber auch der SpielerInnen und weisen darauf hin, dass im besten Fall sich die Spielleitung selbst eine Welt oder zumindest ein Szenario ausdenkt. Von anderen Formen von Rollenspielen unterscheiden sich Tabletop-Rollenspiele, wie Sebastian Detterding und José P. Sagal herausgearbeitet haben, somit einerseits hinsichtlich ihrer Spielsituation. Und zwar in ihren sozialen, kleine Gruppen, räumlichen, in Präsenz um einen Tisch. Allerdings wird mittlerweile seit der Corona-Pandemie verstärkt auch vermittelt übers Internet gespielt, auch davor schon, und zeitlichen Gestaltung, also sozialen, räumlichen und zeitlichen Gestaltung. Zeitlich ist es synchrones Spiel, häufig über mehrere Sitzungen, 2 bis 6 Stunden oder länger. Sie unterscheiden sich von anderen Formen des Rollenspiels aber auch im Blick auf die Rollenverteilung, im Tabletop-Rollenspiel häufig, aber nicht immer, mit einer Spielleitung, mehreren Spielerinnen und in ihrem Ethos. Zumeist ist es ein kollaboratives Spiel. Ein weiterer Unterschied betrifft die Spieler-Charakter-Beziehung, die hier so gestaltet ist, dass meist ein individueller Charakter von einem oder einer Spielenden erschaffen und geführt wird. Die Spielwelt wird primär über das Gespräch konstituiert, unterstützt von Requisiten, Props wie Charakterbögen, Regelbüchern, Karten, Handouts und so weiter und folgt meist dem Thema eines fiktionalen Genres wie Fantasy, Science Fiction oder Horror. Hinsichtlich der Regeln sind die möglichen Handlungen zunächst nur durch die Fantasie der Spielerin begrenzt. Die Handlungsbearbeitung, Action Resolution, also die Etablierung des Ereignisses, des Ergebnisses der von den SpielerInnen angekündigten Handlung in der fiktiven Welt, findet über eine Einigung zwischen den Spielenden auf der Basis eines Regelsystems, verschiedener Wahrscheinlichkeitsverteilungen und meist durch den Einsatz von Zufallsgeneratoren, Würfel oder Spielkarten statt. In vielen Tabletop-Rollenspielsystemen gibt es ausführliche Regeln für den Kampf. Das System legt in unterschiedlicher Detailliertheit aber auch Regeln für die Charakterentwicklung, Progression, fest. Es gibt meist keine im Vorhinein festgelegten Endpunkte. Manchmal führen einzelne Sitzungen trotzdem auf einen Schlusspunkt hin. Und außerdem entstehen hinsichtlich der Frage nach vorgegebenen Handlungsverläufen die konkreten Ereignisse einer Sitzung eher aus den Aktionen der Spielerinnencharaktere und den Entscheidungen der Spielleitung, möglicherweise auf der Basis eines mehr oder weniger lose geplanten Handlungsrahmens. Wie lassen sich vor diesem Hintergrund, das bisher gesagt, nun die Bestandteile eines Tabletop-Rollenspiels in einer gewissermaßen idealtypischen Abstraktion beschreiben? Zum einen handelt es sich dabei um die konkreten Gegenstände und Komponenten, welche die Voraussetzung für das Spielen darstellen und die während des Spielens verwendet werden. Zum anderen handelt es sich um diejenigen Aspekte und Elemente, die hinsichtlich des in der Spielsitzung hervorgebrachten Rollenspieltextes als Performance unterschieden werden können. In einer von den Science and Technology Studies inspirierten und besonders in Bezug auf die Akteur-Netzwerk-Theorie ANT von Bruno Latour stehenden Perspektive hat Bienia, wie schon erwähnt, vorgeschlagen, von Rollenspielmaterialien, Role-Playing Materials, zu sprechen. Gemeinsam bringen diese das Spiel und die Spielerfahrung hervor. Besonderer Fokus liegt dabei auf den nichtmenschlichen Akteuren oder Aktanten, wie Stiften, Würfeln, Charakterbögen, aber auch dem Tisch und dem Licht, die aus einer ANT-Perspektive einen entscheidenden Anteil an der Hervorbringung einer konkreten Rollenspielsitzung haben. Für Bienia treten diese materiellen Akteure, Material Actors, neben die narrativen Akteure, Narrative Actors, und ludischen Akteure, Ludic Actors. Speaking with the actor network vocabulary, the role playing emerges in and by a network of actors that collaborate. Narrative Akteure sind unter anderem der Plot sowie vorgefertigte und im Spiel hervorgebrachte Elemente der Geschichte. Ludische Akteure sind die Spielregeln und Würfelergebnisse. Zu diesen kommen in Bienias Perspektive dann die materiellen Akteure wie Tisch, Charakterbögen oder Würfel hinzu. Während es durchaus interessant ist, in Bienias Perspektive auf diese Vielzahl von Akteuren zu blicken und insbesondere im Fall einer über Computer und das Internet vermittelten Rollenspielsitzung
dann neben dem Fokus auf materielle Elemente wie Tisch und Licht noch eine Berücksichtigung der komplexen medialen Verhältnisse wie verwendete Hard- und Software, Monitor, Laptop, Eingabegeräte wie Maus und Tastatur, aber auch Webbrowser, Videokonferenzen, Chat-Applikationen sowie Virtual Tabletops, VTTs kommen müsste, beschränke ich mich im Folgenden auf diejenigen Komponenten, die klassischerweise zu einem Spiel am Tisch gehören. Ich komme am Ende des Impulses dann aber nochmal auf den Punkt der Digitalisierung zurück. In einer ersten Annäherung an Merkmale des Tabletop-Rollenspiels können wir von der vorhin zitierten Definition von Mackay ausgehen, der uns auf das Regelsystem, SpielerInnen, Spielleitung und Charaktere verweist, sowie auf die episodische Struktur der Rollenspielsitzung. Die Abfolge mehrerer Sitzungen wird, wenn es sich um eine fortlaufende Geschichte handelt, oft als Kampagne bezeichnet, ein Begriff, der aus dem militärischen Vokabular des Wargaming übernommen wurde. Die meisten Tabletop-Rollenspiele werden in Form von einem oder mehreren Büchern veröffentlicht. In Anlehnung an Petersens Unterscheidung von System, Setting und Character beinhalten diese zumeist die Kernelemente des jeweiligen Spiels. Any given game is more or less completely described qua game by its setting and system, with setting understood to refer to the fictional background of the game and system referring to the particular rule set that it employs. System is typically used to mean the mechanisms through which in-game actions by characters are resolved, that is, said to have been initiated, been undertaken and produced results. Das Regelsystem beschreibt gleichzeitig meist in unterschiedlichem Detailgrad die Aufgaben von SpielerInnen und Spielleitung. Klassisch im Fall von Dungeons and Dragons, im Player's Handbook und Dungeon Master's Guide, sowie vor allem die Prozeduren der Handlungsbearbeitung, Action Resolution. Für manche Spiele, insbesondere erfolgreiche Mainstream-Tabletop-Rollenspiele, gibt es dann auch nicht nur ein einziges, sondern eine Vielzahl von Regelbüchern mit detaillierten Regelbeschreibungen für einzelne Aspekte bestimmter Charaktertypen, wie das 2020 erschienene Tasha's Cauldron of Everything für D&D oder auch unterschiedliche Settings. Zum Setting gehören in Beschreibungen der fiktiven Welt, in Quellenbüchern, Sourcebooks, sowie historisch in gewissem Sinne vorgelagert, Beschreibungen der Bewohner und Kreaturen dieser fiktiven Welt. In D&D ist das klassisch das dritte grundlegende Buch, das sogenannte Monster Manual. Diese Setting-Beschreibungen können entweder relativ kurz und offen ausfallen oder einen sehr hohen Detailgrad aufweisen. So finden sich sowohl eine kurze Beschreibung für einen ganzen Landstrich einer fiktiven Küstenregion, im Fall des Sword Coast Adventurer's Guide für die 5. Edition von D&D, wie auch ausführliche Beschreibungen ganzer Regionen, das Bornland für das Schwarze Auge oder sogar einzelner Städte, wie etwa der Box zur Stadt Havanna. Eine bewusst offen gehaltene Beschreibung findet sich etwa in der Beschreibung der einzelnen Stadtviertel der Stadt Duskwall in Blades in the Dark, die vor allem einzelne Details liefert, die den Spielenden als Grundlage ihrer eigenen Improvisationen einer Geschichte und weitere Details dienen sollen. Beschreibungen des Settings können somit als Teil eines Buchs erscheinen, das auch das System des Spiels enthält oder als eigenständige Publikation. Darüber hinaus enthalten auch Szenariobeschreibungen, Modules bzw. sogenannte Abenteuer, Adventures, häufig Elemente des Setting, wie auch zum Teil zusätzliche Regeln. Szenarios sind vorgefertigte Abenteuer unterschiedlicher Länge und Art, die in sehr unterschiedlich detaillierter Weise einen konkreten Handlungsrahmen bestehend aus Elementen für einen Plot, Orten und Ereignissen, eine Hintergrundgeschichte sowie Beschreibungen von Nichtspielercharakteren und anderen Kreaturen und Monstern der fiktiven Welt umfassen. Sie können sowohl detailliertes Material für Monate oder jahrelange Kampagnen bieten, wie im Fall der meist oft um die 200 oder mehr Seiten umfassenden Module für D&D in der 5. Edition, beispielsweise Storm King's Thunder. Sie können aber auch auf eine 4-stündige Spielsitzung angelegt sein, wie im Falle vieler Abenteuer für Dungeon Crawl Classics, wie The Hole in the Sky, oder auch nur auf 1 bis 2 oder 3 Seiten ein loses Gerüst von Elementen einer fiktiven Situation präsentieren, wie etwa im Falle von sogenannten Dungeon Startern für Dungeon World oder der Mysteries für das Krimi-Rollenspiel Brindlewood Bay. Nebenbei gesagt, unterscheiden Christoph Ernst und Matthias Bauer medienwissenschaftlich zwischen 3 Typen von Publikationen in Bezug auf Tabletop-Rollenspiele: Spielregeln, Spielhilfen und Spielmodule. Aufgrund der Marktdominanz von D&D, die in den letzten Jahren nur noch zugenommen hat, erscheint es oft so, als ob Tabletop-Rollenspiele primär oder sogar ausschließlich Fantasy-Rollenspiele seien. Trotz der großen Bedeutung dieser Art von Setting ist dies jedoch eine verkürzte Einschätzung. Zagal und Detterding schreiben in einem Beitrag im Handbuch Roleplaying Game Studies:
In contrast to the often historical settings of war games, and in tune with the popularity of fantasy and science fiction literature in the 1970s, most early TRPGs were set in some medieval fantasy world. As a result, TRPGs are often viewed as a unity of form and content, and were often alternately labeled fantasy role-playing games. Yet as the TRPG market grew, it expanded into different settings: cowboys, spacefaring humans, post-apocalyptic mutants, and others. Still, TRPG settings have largely remained limited to some form of genre fiction, including established franchises, Star Wars, Star Trek, Middle Earth, and genre combinations like fantasy, cyberpunk, or horror western. However, the rise of indie TRPGs in the early 21st century demonstrated that the basic aesthetic of the form of TRPGs was amenable to all kinds of subject matter. Beispielhaft möchte ich Ihnen diese Breite der Settings und Themen im zweiten zusätzlichen Impuls zu diesem Blog dann in der nächsten Woche kurz vorstellen. Ein Tabletop-Rollenspiel, sei es in Form eines Buchs oder einer Einsteigerbox, enthält neben Regeln, Settingbeschreibungen und Szenarien zumeist noch Formulare, auf denen Informationen über die Charaktere festgehalten werden. Diese sogenannten Charakterbögen, Character Sheets, können einfach oder sehr komplex sein. In traditioneller Weise sehen sie wie ein Blatt mit vielen leeren Boxen aus. Besonders im Bereich von Independent Tabletop-Rollenspielen haben sich sogenannte Spielbücher bzw. Bühnenmanuskripte oder Playbooks etabliert, die jeweils die Beschreibung eines bestimmten Charaktertypus, etwa eines Kriegers, Zauberers oder eines Werwolfs oder Geistes oder eines Choppers bei Apocalypse World, mit einem konkreten Charakterbogen kombinieren. Während in klassischen Charakterbögen häufig eine Vielzahl von Werten berechnet und eingetragen werden muss, weswegen die Erschaffung eines Charakters oftmals auch länger dauert, zeichnen sich Playbooks oftmals dadurch aus, dass sie für jede zu treffende Entscheidung eine Reihe von Optionen zur Auswahl anbieten und die Charaktererschaffung damit durch Ankreuzen jeweils einer der Optionen relativ zügig vonstatten geht. Weitere häufige Bestandteile von Tabletop-Rollenspielen sind Würfel oder auch seltener andere Formen von Zufallsgeneratoren wie Kartendecks, zum Teil reguläre Spielkarten. Neben den weit verbreiteten sechsseitigen Würfeln werden häufig auch 8, 4, 10, 12 und 20-seitige Würfel verwendet. Zumeist werden diese Englisch als D4, D6, D8 oder Deutsch als W4, W6, W8 und so weiter abgekürzt. In manchen Spielen kommen sogar ungerade Würfel wie W5 oder W7 oder weitere Zwischenstufen wie W14 oder W16 vor. Analysieren lässt sich in Bezug auf die Zufallsgeneratoren wie Würfel dann natürlich, in welcher Häufigkeit sie im Spiel konkret eingesetzt werden und welches Ausmaß die durch sie getroffenen Entscheidungen für den weiteren Verlauf der Rollenspielsitzung dann haben. Eine Analyse der Verwendung von räumlichen Aufzeichnungen wie Grundrissen, Plänen und Karten im Tabletop-Rollenspiel ist äußerst komplex und eine eigene Diskussion wert, die ich hier nicht leisten kann. Nicht nur wird oft von der Spielleitung eine Vielzahl unterschiedlicher räumlicher Aufzeichnungen in sehr unterschiedlich hohem Detaillierungsgrad verwendet, von Grundrissen einzelner Gebäude und Verliese bis zu Kontinental- und Weltkarten, die entweder selbst gezeichnet oder aus vorgefertigten Materialien übernommen werden. Hier sind sowohl einfache Strichzeichnungen als auch professionell gestaltete, farbige Zeichnungen üblich. Auch die Spielerinnen fertigen im Verlauf des Spiels häufig unterschiedlich detaillierte räumliche Aufzeichnungen an. Darüber hinaus kommen räumliche Darstellungen als schnell während einer Spielsitzung gezeichnete oder im Vorfeld angefertigte sogenannte Schlachtenkarten oder Battle Maps zum Einsatz. Diese sind meist in der Mitte des Spieltisches platziert und repräsentieren die räumlichen Verhältnisse in einer bestimmten Spielsituation. Auf ihnen werden dann Miniaturen für Spielerinnencharaktere, NSCs und Monster aufgestellt und bewegt. Ein Sonderfall der Battle Map stellt dabei die Verwendung von 3D-Terrain, meist aus Plastik, dar, die in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen haben, auch aufgrund der Verbreitung von 3D-Druckern. Besonders die Verwendung von Karten stellt sich dann auch in einer über den Computer vermittelten Spielsitzung noch einmal ganz anders dar, da insbesondere in Virtual Tabletops sehr häufig aufwendig gestaltete Battle Maps verwendet werden. Nach Ernst und Bauer vermitteln Karten im Tabletop-Rollenspiel zwischen der Imagination der Beteiligten und den aleatorischen, auf die Bewertung der Handlungsmöglichkeiten eines Charakters bezogenen und mimetischen, auf die Etablierung einer fiktiven Welt bezogenen Regeln. Sie übernehmen einerseits die Funktion, die Vorstellungen der Spielenden zu vereinheitlichen und zu begrenzen, also aus dem allgemein möglichen fiktiven Spielraum
der das gesamte Spektrum der möglichen Handlungen und Ereignisse beschreibt, ein konkretes fiktives Spiel Feld zu machen, also eine als verbindlich anerkannte Wirklichkeit. Dies trifft sowohl auf von der Spielleitung verwendete Grundrisse als auch auf Battlemaps zu. Die Funktion von Karten ist aber andererseits auch weltkonstituierender Art. Als Regional- oder Weltkarten tragen sie zur Referenzialisierung der Geschehnisse bei und machen das Gesamtszenario besser vorstellbar, wie Ernst und Bauer schreiben. Diese Unterscheidung zwischen Spielraum und Spielfeld lässt sich vergleichen mit der Unterscheidung zwischen alternativer möglicher Welt und textlicher tatsächlicher Welt, die Growling Cover vorschlägt und auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Während die Visualisierung, aber auch die Immersion in die fiktive Welt ebenfalls häufig durch zusätzlich von der Spielleitung zur Verfügung gestellte Materialien bzw. Handzettel oder Handouts und seltener durch andere materielle Requisiten unterstützt wird, wie hier beispielsweise im Fall des Spiels Mythos World, wo die Handouts Illustrationen, extra- oder intradiegetische Texte oder weitere Informationen enthalten und die, man könnte das ebenfalls gesondert analysieren. Neben diesen Handouts gehören also zu den bereits genannten Battlemaps die Verwendung von Spielfiguren bzw. Miniaturen. Miniaturen sind ebenso wie viele andere der bereits genannten Bestandteile eine optionale Möglichkeit zur Visualisierung der Charaktere und einer bestimmten Spielsituation beizutragen. Ihre Verwendung ist gleichzeitig eine sehr weit verbreitete Praxis im Tabletop-Rollenspiel. Sie stellt in ihren Verbindungen zum Wargaming ebenfalls ein Überbleibsel aus der Herkunft dieses Spieltyps dar. Ihr Beitrag zur Geschichte und Gegenwart des Tabletop-Rollenspiels wäre ebenfalls eine ausführliche Analyse wert. Im Blick auf ihr Potenzial, die imaginative und identifikatorische Immersion in einen Charakter und in das Spielgeschehen zu unterstützen, hat Paul Wake auf die Art und Weise hingewiesen, mit der Spielfiguren in Brett- und Tabletop-Rollenspielen sowohl die Spielenden in der Spielwelt verankern, als auch auf die tatsächliche Welt der Spieler verweisen und somit eine ambivalente Beziehung zwischen beiden etablieren. Ich möchte noch einmal zu den Regeln und dem System zurückkommen. Neben all den nun genannten Bestandteilen ist es vor allem das Regelsystem, so Mackay, das als Interface to the Imaginary bzw. als The Interface to the Role-Playing Game Performance dient. Ich werde daher im übernächsten Abschnitt kurz auf die Fragen des Spieldesigns, Game Designs im Kontext von Tabletop-Rollenspielen eingehen. Zuvor möchte ich aber mit dem Charakterbogen noch einmal kurz eines der genannten Bestandteile näher charakterisieren, das ebenfalls als Interface verstanden werden kann. Der Charakterbogen lässt sich als eines der wichtigsten, wenn nicht als das wichtigste, auf die Spieler gerichtete Player-Facing-Element des Tabletop-Rollenspiels betrachten. Er ist in alle der drei von Hammer benannten Ebenen der Autorschaft eingebunden, sodass Lars Konczak ihn wie folgt beschreiben kann. One could argue, in fact, that the character sheet is involved in a whole process in every aspect of TRPG. It is the central document from which the player relates to role-playing a character as regards to rules, setting, situation, and performance. In this view, the character sheet transgresses the boundaries of role-playing textuality. The text becomes vital to the role-playing experience as a textual machine in working progress. Was ist also ein Charakterbogen? Traditionell ist es ein Blatt Papier, auf dem Informationen über einen Charakter in einem Rollenspiel gesammelt werden. Er dient der Aufzeichnung statischer und dynamischer Eigenschaften des Charakters. Charakterbögen werden oft als vorgefertigte gedruckte Blätter angeboten, die gekauft werden können, oder als Vorlagen, die aus einem Regelbuch fotokopiert werden können. In den meisten Fällen werden sie heute auch als herunterladbare PDFs angeboten. Im Allgemeinen erfüllt ein Charakterbogen zwei Funktionen. Als schriftliche Aufzeichnung der Eigenschaften und Fähigkeiten eines Charakters hilft er den SpielerInnen, sich an wichtige Informationen zu erinnern und trägt so ebenfalls dazu bei, für alle Spielenden den Charakter zu definieren. Torne lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, in der Charakterbögen als nicht-diegetische Texte die Diegese unterstützen, by helping a player perform as a character within it. Der Bogen umfasst normalerweise eine Vielzahl von Informationen, wie eine grundlegende Charakterbeschreibung, Name, körperliche Merkmale, Fertigkeiten und Erfahrungen, Kampffertigkeiten, Ausrüstung, Geld, psychologische Merkmale und Schwächen, Informationen zum Hintergrund des Charakters und möglicherweise Bilder und Notizen. Darüber hinaus finden sich auf ihnen häufig dekorative Elemente oder der Name des Spiels.
Jason Morningstar hat vorgeschlagen, zwischen statischen Informationen, stabilen und flüchtigen Informationen zu unterscheiden. Static, stable and volatile informations, die auf dem Charakterbogen festgehalten werden. Die ersten ändern sich normalerweise nicht. Der Name eines Charakters, sein Körperbau. Die zweiten werden selten angepasst, etwa einmal pro Spielsitzung, Stufe oder neue Fertigkeit. Während die dritten häufig aktualisiert werden. Trefferpunkte, Ausrüstung oder Stressindikatoren. CONSAC verwendet das Konzept der Charakterologie, Characterology, um zu beschreiben, wie das Design eines Charakterbogens die Merkmale eines konkreten Spiels repräsentiert und gleichzeitig beeinflusst, wie ein Charakter gespielt wird. Er schreibt, Character sheets are not neutral, but allow for a certain range of player behavior. This notion, of course, can only be fully researched by monitoring player behavior. However, one can analyze the potentiality a character sheet may have for role-playing activity as part of a role-playing game's design. By allocating space on the character sheet for certain measurements and scripts, the game designer makes a choice as to what he or she believes to be important. Character sheets support certain kinds of player character activity and, at the same time, discourage focus on other kinds of player character activity, either by hiding them away or removing them altogether. In diesem Sinne lässt sich anhand eines konkreten Charakterbogens die Implementation einer bestimmten Vorstellung davon analysieren, was ein Tabletop-Rollenspiel sein soll oder zumindest wie ein bestimmtes System die Möglichkeiten des Mediums einsetzt. CONSAC analysiert in seiner kurzen Studie dann beispielhaft einige Charakterbögen. Ebenso repräsentiert er das Design von Charakterbögen von Beginn an eine gewisse Spannung zwischen universellen Bögen für alle Formen von Charakteren in einem System und speziellen, spezifischen Bögen für spezielle Charaktertypen, wie wir bereits im Blick auf die Playbooks gesehen haben. Wenn die Neuartigkeit von Tabletop-Rollenspielen sich so beschreiben lässt, dass diese ein System for Simulating a Person, wie Peterson schreibt, bereitstellen, hebt dies die wichtige Rolle des Charakterbogens in der Entwicklung und Praxis dieser Spiele hervor. Charakteraufzeichnung bzw. der Charakterbogen unterstützen die Individuation, Individuation, welche den meisten Tabletop-Rollenspielen zugrunde liegt. Der Charakterbogen ist damit als materielles Artefakt die hauptsächliche Schnittstelle, meist zusammen mit Würfeln, zwischen SpielerInnen und fiktionaler Realität. In einer Übertragung von Begriffen der Game Studies ließe sich somit von Charakterbogen sowohl als User Interface oder Interface als auch als Steuerungsgerät, Controller für einen Charakter sprechen. Eine weitere Möglichkeit, den Charakterbogen zu analysieren, wäre ihn sowohl als systemisches Element wie auch als Verbundelement im Sinne der von Erki Järvinen vorgeschlagenen Theorie der Spielelemente zu verstehen. Als systemisches Element ist er als Komponente zu verstehen, als ein Objekt, das der oder die Spielerin während des Spiels manipuliert. Andererseits enthält der Charakterbogen als Verbundelement Informationen und dient als Interface zur Interaktion mit dem Spielsystem. In diesem Sinne erfüllt er primär die Rolle eines Elements, das Connections between Game Elements herstellt. Informationen verbinden Spielelemente miteinander, wie Erwin schreibt. In Bezug auf Charakterbögen ist die Frage des Informationsmanagements und die Unterscheidung zwischen verborgenen und öffentlichen Informationen relevant, da traditionell Charakterinformationen oft als etwas Privates für den jeweiligen Spieler des Charakters angesehen wurden. Als Interface ermöglicht er einen indirekten Zugang zum Spielsystem. Angesichts der Unmöglichkeit eines direkten Zugangs zur imaginierten fiktiven Welt. Unterstützt wird er hierbei möglicherweise durch andere Bestandteile des Spiels wie Miniaturen und Karten. Als physisches Objekt ist ein Papiercharakterbogen auch Teil der Rollenspielmaterialien. Vienya weist auf die Pragmatik der Situation am Spieltisch hin und darauf, dass die konkrete Gestaltung, zum Beispiel Hochformat oder Querformat, sowie die Größe eines Charakterbogens, der während der Spielsitzung immer wieder referenziert wird, die Ausgestaltung der jeweiligen persönlichen Bereiche, Personal Areas, der Spielenden am Spieltisch beeinflussen. Als hauptsächliches physisches Zeugnis des ephemeren Rollenspieltextes und als materielle Repräsentation eines Charakters, mit dem ein Spieler sich häufig emotional verbunden fühlt, lässt er sich ebenfalls analysieren. Manche Tabletop-Rollenspiele setzen in ihrem Design oder der konkreten Spielpraxis dann auch an diese Beziehungen zwischen SpielerInnen und Charakterbögen an. Indem etwa das postapokalyptische Spiel Ten Candles die SpielerInnen auffordert, die Karten, die als Charakterbögen dienen, während des Spiels zu verbrennen. Oder wenn, wie es bei Dungeon Co. Classics an manchen Spielrunden üblich ist, die Charakterbögen derjenigen Charaktere, die in der Spielwelt gestorben sind, von der Spielleitung zerrissen werden.
Wie lässt sich nun das konkrete System, also die Regeln eines Tabletop-Rollenspiels, analysieren? Ich kann im Folgenden nur einen sehr kurzen Blick auf Fragen des Game Designs von Tabletop-Rollenspielen werfen, da hier, wie wir auch im Blick auf Brettspiele gesehen haben, die möglichen analytischen Kategorien und die Kategorien, die DesignerInnen verwenden, häufig nahe beieinander liegen oder sogar identisch sind. Das Design eines Tabletop-Rollenspiels beinhaltet natürlich insgesamt potenziell Entscheidungen über all diejenigen Bestandteile, über die wir gerade gesprochen haben. Im engeren Sinn geht es aber einerseits um die Gestaltung des Settings, auf das ich hier allerdings nicht eingehen werde, mit Ausnahme eines Hinweises, nämlich dass Tabletop-Rollenspiel immer wieder mit Blick oder in Verwendung bestehender Settings bzw. Franchises anderer Medien entwickelt werden, sei es Star Wars oder Game of Thrones. Also es geht einerseits um die Gestaltung des Settings, aber vor allem um die Gestaltung des Systems, also des Regelwerks für das Spiel. Eine der Fragen, die sich dabei stellen, ist die nach dem Umfang des Regelwerks, woraus sich eine Unterscheidung zwischen regelleichten, Rules Light, und regelschweren, Rules Heavy Systemen ergibt. Eine weitere Frage ist, ob das Spiel eher oder sogar ausschließlich für abgeschlossene einzelne Spielsitzungen, häufig One-Shots genannt, oder für fortlaufendes Kampagnenspiel bestimmt ist, was die Frage nach Formen der Motivierung der SpielerInnen zu längerfristigem Spiel beinhaltet, etwa durch Veröffentlichung immer neuen Zusatzmaterials. Mit Staffan Björk und José Sagal lassen sich drei wichtige Designbereiche für Tabletop-Rollenspiele herausheben. Charakterisierung, Characterization, Handlungsbearbeitung und Kampf, Action Resolution und Combat, sowie Charakterentwicklung, Character Development. Sie analysieren diese unter Verwendung sogenannter Designmuster, was häufige verwendete Designelemente und Lösungen für bestimmte Designprobleme beschreibt. Die Designmuster werden hier mit Kapitelchen ausgezeichnet. Die dabei verwendete Sammlung von Designmustern ist sehr umfangreich und kann online eingesehen werden. Sie finden dort nähere Beschreibungen der im Folgenden genannten Designmuster und können darauf auch für weitere Analysen zurückgreifen. In den meisten Tabletop-Rollenspielen übernehmen die SpielerInnen die Rolle von durch die SpielerInnen erschaffenen Charakteren, Player-Created Characters. Eine Designfrage ist dann, über welche Designmuster diese näher bestimmt werden, beispielsweise über Eigenschaften, Attributes und Fähigkeiten, Skills, aber vielleicht auch über Ausrüstung, Equipment oder bestimmte funktionale Rollen, Functional Roles, wie beispielsweise sogenannte Charakterklassen in D&D wie KriegerIn, MagierIn oder Diebin. Diese Beschreibung eines Charakters hängt dann eng mit den Formen der Handlungsbearbeitung zusammen, die in einem Tabletop-Rollenspiel vorkommen. Häufig werden Charakterisierungen wie Eigenschaften und Fähigkeiten mit Zufälligkeit, Randomness, in Kombination mit der Verwendung von Würfeln, Dice oder anderen Zufallsmechanismen verwendet, um über Erfolg oder Misserfolg einer Handlung zu entscheiden. Für das von Jonathan Tweet entwickelte Tabletop-Rollenspiel Everway von 1995 unterscheidet dieser zwischen drei Formen, in denen Entscheidungen über den Ausgang von Handlungen getroffen werden können. Drama, Fortune und Karma. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren. Drama means resolving a task without referring to numbers on the character sheet. Characters simply talk their way through it or encounter no obstacles because it is important for the story or would disrupt the flow of the session. Fortune involves using a randomizing element like dice or cards, for example, a player character making a climb roll to scale a cliff. Karma refers to a resolution based on fixed values, such as comparing the strength value of two characters to see which one wins a round of arm wrestling. Diese drei Formen lassen sich auch mit drei der von Roger Caillois beschriebenen Spielformen in Beziehung setzen. Mimikry, Funktion, Alea, Zufall und Argon, Wettstreit. Zumeist verfügen Charaktere darüber hinaus über Möglichkeiten der Charakterentwicklung, Character Development. Zum Einsatz kommen hier beispielsweise das Sammeln von Erfahrungspunkten, Experience Points, der Aufstieg in Stufen, Level und in deren Folge dann neue Fähigkeiten oder verbesserte Eigenschaften. Blick auf diese Art von Analyse der Designmuster eines Spiels stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie wir ja auch in der letzten Diskussion besprochen haben, wie die Regeln eines Spiels vermittelt werden. Und ebenso die Frage, wie viele Regeln man im Kontext der Analyse eines Spiels kennen und vermitteln muss. Generell lässt sich, wie schon erwähnt, beobachten, dass insbesondere im Bereich der Tabletop-Rollenspiele der Theoretisierung durch DesignerInnen und SpielerInnen eine große Bedeutung zukommt. So stammt nicht nur die gerade genannte Unterscheidung zwischen Drama, Fortune und Karma aus einem Designkontext, sondern auch weitere Begrifflichkeiten in der Beschreibung von Handlungsbearbeitung, besonders aber in der Einteilung von Spielertypen,
sind das Ergebnis einer Theoretisierung von Tabletop-Rollenspielen durch Players, Game Masters und Designers, welche während des Spiels, vor allem aber in Internetforen und besonders auch in Podcasts stattfindet. Evan Turner hat die Geschichte dieser Debatten anhand einiger Beispiele aufgearbeitet und verweist darauf, dass dabei ähnliche Fragen über die Jahrzehnte immer wieder auftreten und neu diskutiert werden. Im sogenannten Big Model, das im Kontext des Internetforums The Forge entstanden ist und unter anderem auf einem früheren Modell, dem sogenannten Threefold Model, aufbaut, wird als eine Typologie der kreativen Bedürfnisse, Creative Agendas, von SpielerInnen die Unterscheidung zwischen Gamists, Simulationists und Narrativists vorgeschlagen, abgekürzt GNS. Diese geht primär auf Ron Edwards zurück und lässt sich wie folgt charakterisieren. Gamism, step on up. A preference for games that reward a competitive or agonistic attitude toward play, in which there are clear winners and losers, in which victory and defeat are associated with player skill, ability or tenacity. Narrativism, story now. A preference for games that produce moral statements, aesthetic propositions or other value judgments through the process of play in the manner of fiction. Simulationism, the right to dream. A preference for games that permit the exploration of a particular historical, literary or other setting via an internally consistent method of emulating its dynamics. Diese Form der Unterscheidung zwischen den Interessen der Spielenden und weitere Formen der Typologisierung von SpielerInnen stellen eine der zentralen, immer wieder kontrovers geführten Debatten in der populären Rollenspieltheorie dar. Tabletop-Rollenspiele lassen sich daraufhin analysieren, in welcher Weise sie die entsprechenden kreativen Bedürfnisse bedienen und welche Designentscheidungen damit zusammenhängen. Nachdem wir die wichtigsten Bestandteile von Tabletop-Rollenspielen kennengelernt haben, ist eine weitere Frage, mit welchen analytischen Kategorien man den eingangs beschriebenen Rollenspieltext als performativen Gegenstand analysieren kann. Aufbauend auf der soziologischen Rahmenanalyse, Frame Analysis, von Erving Goffman, hatte schon Gary Allan Fine 1983 in Shared Fantasy, der ersten monographischen Studie zu Tabletop-Rollenspielen, unterschiedliche Rahmen, Frames, unterschieden, in denen die Spielenden während einer Rollenspielsitzung interagieren. Goffmans Konzept des Rahmens versucht zu klären, wie Menschen Verhaltenserwartungen und Normen in einer bestimmten Situation erkennen, sowie das Verhalten anderer interpretieren. Die Rahmen stehen dabei für sich selbst, können aber auch miteinander verbunden sein. Fine hatte in Bezug auf Tabletop-Rollenspiele drei Rahmen unterschieden. Den primären Rahmen, Primary Framework, der realen Welt der Beteiligten, den Kontext des Spiels, Game Context, in dem die Spielenden als Spielende handeln, und die Spielwelt, Gaming World, in der die Spielenden ihre Charaktere verkörpern. Während im zweiten Rahmen die Aktivitäten der Spielenden durch ein komplexes Set von Regeln bestimmt ist, sind diese im dritten Rahmen ihre Charaktere. This gaming world is keyed in that the players not only manipulate characters, they are the characters. The character identity is separate from the player identity. Während der Spielsitzung wechseln die Spielenden ständig zwischen den unterschiedlichen Rahmen hin und her. Zum Teil verbinden sich damit klare Erwartungen, zum Beispiel zu trennen zwischen den Informationen, die jeweils auf der Ebene des Kontexts des Spiels den SpielerInnen vorliegen, und den Informationen, über die die Charaktere auf der Ebene der Spielwelt verfügen. So mag beispielsweise ein Spieler am Tisch eine Szene der Interaktion zwischen den Charakteren zwei anderer SpielerInnen mit beobachtet haben, in der sein Charakter jedoch nicht anwesend war. Sein Charakter verfügt dann zunächst nicht über die Informationen, die in dem Gespräch ausgetauscht wurden. Die drei von Fine vorgeschlagenen Rahmen wurden von Mackay auf fünf Rahmen erweitert. Zunächst systematisiert er Fines drei Rahmen noch einmal in hilfreicher Weise wie folgt. Erstens, the social frame inhabited by the person. Zweitens, the game frame inhabited by the player. Drittens, the gaming world frame inhabited by the character. Mackay systematisiert also Fines Beschreibung als sozialen Rahmen, Spielrahmen, game frame, und Spielweltrahmen, gaming world frame. Entscheidend für diese Art der Rahmenanalyse ist der dynamische Wechsel zwischen den Rahmen während der Spielsitzung und die Inkorporation und Transformation von Elementen oder Aussagen auf einer der Ebenen in einen anderen Rahmen. Fine nennt dies im Anschluss an Goffman in Verwendung einer Metapher aus der Musik ein Wechsel der Tonart, Key, durch Transformation oder Transponieren in eine höhere, Upkeying oder tiefere Tonart, Downkeying, also in einen höheren oder tieferen Rahmen.
Ebenso können innerhalb des Rahmens der Spielwelt auch weitere Rahmen erzeugt werden, beispielsweise ein Spiel im Spiel. Jede Tonart ist durch spezifische Konventionen charakterisiert. Im Kontext des Tabletop-Rollenspiels kann eine Spielerin einen anderen Spieler beispielsweise entweder als diese Person ansprechen. Gib mir bitte die Wasserflasche. Oder als Spieler. Was ist dein Stärkewert? Oder als Charakter. Du hast mich enttäuscht, junge Kriegerin. Im letzteren Fall spricht die Spielerin als ihr eigener Charakter, also in Character. Für Mackay ist der Rahmen der Spielwelt komplexer, als dies von Fein beschrieben wurde. Er fügt daher weitere Unterscheidungen hinzu und unterscheidet innerhalb des Game World Frame zwischen zwei In-Character und einem Out-of-Character-Rahmen. Den ersten In-Character-Rahmen nennt Mackay in Anlehnung an J.L. Austins Sprechakttheorie den performativen Rahmen, Performative Frame, in dem die Spielende als ihr Charakter spricht. Der konstative Rahmen, Constative Frame, bezeichnet die Beschreibung der Spielwelt und gegenwärtigen fiktiven Situationen, zumeist durch die Spielleitung in der zweiten Person und in Character. Beispielsweise, ihr betretet einen dunklen Raum, in dem es nach dem Staub jahrhundertelang nicht berührter Bücher riecht. Das Mondlicht fällt durch das einzige kleine Fenster. Der dritte Rahmen, den Mackay untersucht, ist der narrative Rahmen, Narrative Frame, in dem die SpielerInnen oder die Spielleitung Ereignisse in der dritten Person erzählen. Legolas der Elf betritt den Raum durch eine geheime Seitentür. Er hebt den am Boden liegenden Langbogen auf. Als gesamte Systematik ergibt sich dann erstens the Social Frame inhabited by the Person, zweitens the Game Frame inhabited by the Player, drittens the Narrative Frame inhabited by the Raconteur, viertens the Constative Frame inhabited by the Addresser, fünftens the Performative Frame inhabited by the Character. Mithilfe dieser Art von analytischem Schema lässt sich also für eine konkrete Situation in einer Rollenspielsituation und Rollenspielsitzung beschreiben, auf welchen Ebenen die Aussagen der Spielenden angesiedelt sind und auch in welcher Weise diese zwischen den einzelnen Rahmen wechseln und durch welche Hinweise in der Metakommunikation ein solcher Wechsel möglicherweise angezeigt wird. In unserem Beispiel könnte man etwa zu Beginn den Austausch als erst im sozialen Rahmen stattfinden beschreiben. Stephen Colbert sagt, "The one character class I've never played in the old days, by the way." Dann im Spielrahmen. Die Spielleiter sagt, you have a companion for this adventure, weil hier aber auch bereits dann der Charakter adressiert ist. Der Spielleiter beginnt dann im konstativen Rahmen zu erzählen. So as you make your way into the forest, Eric comes up to your ear and... Im Spielrahmen wird dann über die Würfelwürfe gesprochen. Spielleiter sagt, you need to roll initiative for me, friend. Der Spieler antwortet, is it still 20? Still a D20, yeah, 13. Zumindest in dem kurzen Ausschnitt spricht der Spieler dabei nicht in Character. Der performative Rahmen wird somit nicht in Anspruch genommen. In ihrer Beschäftigung mit Narration im Tabletop-Rollenspiel hat Jennifer Growling-Cover dieses von Mackay entwickelte Modell von 5 Rahmen ihrerseits noch einmal angepasst. Sie übernimmt zwar dessen Begriff des narrativen Rahmens, sieht aber den konstativen und performativen Rahmen als eng mit diesem verbunden an, unterscheidet daher wie fein nur zwischen 3 Rahmen. Dem sozialen Rahmen, Social Frame, dem Spielrahmen, Game Frame und dem narrativen Rahmen, Narrative Frame. Growling Cover schlägt dann weitere analytische Unterscheidungen vor, um diese Rahmenanalyse zu spezifizieren. Zum einen bezieht sie sich dabei auf die philosophische Theorie möglicher Welten, Possible World Theory, und unterscheidet zwischen tatsächlicher Welt, Actual World, alternativer möglicher Welt, Alternative Possible World, und textlicher tatsächlicher Welt. Die tatsächliche Welt ist die Welt des sozialen Rahmens und der spielenden Person. Die alternative mögliche Welt beschreibt die Potentialitäten der Spielwelt vor deren Konkretisierung, und die textliche tatsächliche Welt ist die während der Sitzung durch den Ablauf der fiktiven Ereignisse dann konkret in der Fantasie realisierte Welt. Ich kann auf die weiteren Details ihrer Unterscheidung hier allerdings nicht eingehen. Growling Cover nutzt diese Unterscheidung dann, um für die 3 von ihr angenommenen Rahmen noch einmal je 2 Ebenen zu unterscheiden und diese auf einem Spektrum von geringer Narrativität, Low Narrativity, zu hoher Narrativität anzusiedeln. So finden sich im sozialen Rahmen sowohl Aussagen jenseits des direkten Spielgeschehens, off-record speech,
als auch Aussagen narrativer Planung, Narrative Planning Speech, innerhalb derer beispielsweise Regeln verhandelt werden oder auch Gespräche über Sicherheitstechniken, wir kommen darauf zurück, angesiedelt sind. Innerhalb des Spielrahmens unterscheidet Growling Cover zwischen narrativen Vorschlägen, Narrative Suggestions, welche Vorschläge der SpielerInnen für die Handlung ihrer Charaktere umfassen, bevor diese dann tatsächlich als konkrete Handlungen beschrieben werden, und Würfelwürfen, Dice Rolls, also auf den Mechaniken des Spielens, des Systems beruhende, meist zufallsbedingte Entscheidungen, die in unserer tatsächlichen Welt hervorgebracht werden und dann die Ereignisse innerhalb des narrativen Rahmens mitbestimmen. Innerhalb des narrativen Rahmens unterscheidet sie zwischen Rede in der Charakterrolle, in Character Speech, die direkt zur hervorgebrachten textlichen, tatsächlichen Welt des Rollenspieltextes beiträgt, und narrativer Rede, Narrative Speech, über welche die SpielerInnen und Spielleitungen die Ereignisse innerhalb der Spielwelt hervorbringen. In ihrem Buch führt Growling Cover diese Unterscheidung dann noch weiter im Detail aus. In einem ganz neuen Buch zu Role-Playing Games in the Digital Age, das sich sowohl mit den Veränderungen des Tabletop-Rollenspiels durch digitale Technologie als auch mit Phänomenen wie Actual Play Podcasts und dem Livestreaming von Rollenspielsitzungen befasst, schlägt Emily C. Friedman, aufbauend auf einer Arbeit von Robin Hope, vor, in Bezug auf diese Form von Tabletop-Rollenspielen als Entertainment zwei weitere Rahmen zu berücksichtigen. Erstens den Entertainment-Rahmen, Entertainment Frame, ein sozialer Rahmen, innerhalb dessen sich SpielerInnen als DarstellerInnen einem Publikum gegenübersehen, das die Spielsitzung als Entertainment konsumiert, sowie einen Fan-Rahmen, Fan-Frame, innerhalb dessen zwei oder mehr Fans hinsichtlich eines gemeinsam geteilten Interesses an einem Tabletop-Rollenspiel oder einer Tabletop-Rollenspielsitzung als Medienprodukt kommunizieren. Die Analysekategorie der Zeit, die ich im Blick auf Computerspiele eingeführt hatte, lässt sich ebenfalls sinnvoll auf Tabletop-Rollenspiele anwenden. Wie auch im Fall von Brettspielen wird fast kein Tabletop-Rollenspiel in Echtzeit gespielt. Zu einem Beispiel einer Ausnahme kommen wir gleich. Dennoch beinhalten die meisten Systeme mehr oder weniger komplexe Regeln, wie die Zeit während des Spielens gemessen werden soll und wie diese innerhalb der fiktiven Spielwelt vergeht. Die hohe Bedeutung der Zeitmessung findet sich bereits in einem Abschnitt des Advanced D&D Dungeon Master's Guide von 1979. Game time is of utmost importance, schreibt Gary Gygax dort. Failure to keep careful track of time expenditure by player characters will result in many anomalies in the game. The stricture of time is what makes recovery of hit points meaningful. Time is also considered in gaining levels and learning new languages and more. All of these demands upon game time force choices upon player characters and likewise number their days of game life. You cannot have a meaningful campaign if strict time records are not kept. Im Fall von AD&D führt dies zu Hinweisen für das Führen eines Kalenders, für das Vergehen von Tagen, Monaten und Jahren in der Spielwelt, vor allem aber auch einem komplexen System von Runden, Rounds und Phasen, Turns, die sich, auch in der Verwendung der Begrifflichkeiten, in den verschiedenen Editionen immer wieder unterscheiden. In der 5. Edition von D&D ist eine wichtige Einheit die Kampfrunde, Round, die ungefähr 6 Sekunden diegetischer Zeit der Spielwelt entspricht. Daneben werden etwa für die Wirkungszeit von Zaubersprüchen oder andere Effekte im Spiel häufig die Einheiten von 1 oder 10 Minuten verwendet. Grundsätzlich zeigt sich hier auch, dass die Dokumentation der vergehenden Zeit etwas ist, das im Tabletop-Rollenspiel explizit von SpielerInnen und Spielleitung übernommen werden muss, während im Computerspiel dies automatisiert geschehen kann. Ein Kennzeichen des Umgangs mit Zeit im Tabletop-Rollenspiel ist, dass sich zum Teil eine extreme Differenz zwischen der real vergangenen Zeit und der in der Spielwelt vergangenen Zeit einstellen kann. So kann, besonders in D&D, in einer Spielsitzung eine Kampfsituation mehrere Stunden realer Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn es sich dabei nur um 10 Kampfrunden und in der Spielwelt damit nur um 60 Sekunden vergangener Zeit handelt. Friedman unterscheidet im Anschluss an die Erzähltheorie zwischen erzählter Zeit, Storytime, und Erzählzeit, Discourse Time, wobei sich erstere auf die in der Spielwelt vergehende Zeit bezieht und letztere auf die Zeit, die nötig ist, um eine Geschichte zu erzählen, die also in der tatsächlichen Welt während des Spiels vergeht oder in dem Fall, den Friedman im Blick hat, die Zeit, die benötigt wird, um diese Geschichte dann als Video anzusehen. Neben der in dieser Weise sehr ausgedehnten Zeit einer Kampfsituation kommt es in Tabletop-Rollenspielen aber auch immer wieder zu Zeitsprüngen in der erzählten Zeit. Von Stunden, Tagen, Monaten oder Jahren. Während in der Erzählzeit dann beispielsweise nur Sekunden oder Minuten vergehen. Ein interessantes Beispiel für ein in Echtzeit ablaufendes Tabletop-Rollenspiel ist Alice is Missing von 2020, bei dem die Spielenden auf die Suche nach einer vermissten jungen Frau gehen.
Nach den Vorbereitungen dauert die Spielsitzung dann exakt 90 Minuten, während denen die erzählte Zeit und die Erzählzeit synchron ablaufen. Circa alle 10 Minuten wird über eine Spielkarte ein neuer Aspekt ins Spiel eingebracht, neue Orte oder Verdächtige. Am Ende der 90 Minuten endet das Spiel. Das Spiel ist darüber hinaus bemerkenswert, da es ohne mündliche Kommunikation zwischen den Spielenden abläuft und der Austausch über Textnachrichten erfolgt. Zumindest kurz möchte ich auf den Aspekt der Immersion, Immersion, im Tabletop-Rollenspiel eingehen, da dieser für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema eine große Rolle einnimmt. Die Analyse bezieht sich dabei fast immer auf die Spielerfahrung der konkreten Spielsitzung und weniger auf die Spielbestandteile. Aber es lässt sich natürlich dennoch fragen, welche Aspekte eines konkreten Spiels bestimmte Formen von Immersion beispielsweise unterstützen oder behindern. Unter Immersion wird zumeist ein Prozess verstanden, in dem SpielerInnen tief in eine Spielwelt eintauchen, sich in einem Spiel verlieren. Neben dem Begriff der Immersion werden auch Konzepte wie Flow, Engagement, Absorption oder Engrossment verwendet, die aber jeweils auf mehr oder weniger stark unterschiedliche Phänomene verweisen. Bowman unterscheidet 6 verschiedene Formen der Immersion: Aktivität, Spiel, Umgebung, Erzählung, Charakter und Gemeinschaft. Im Blick auf jede dieser Formen ließe sich eine konkrete Spielsituation analysieren oder ließe sich danach fragen, in welcher Weise ein bestimmtes Spiel diese Form ins Zentrum stellt oder über bestimmte Entscheidungen hinsichtlich des Spieldesigns unterstützt. Die Immersion in die Aktivität, Immersion into Activity, besteht in der wiederholten Ausführung einer bestimmten Handlung und ist eng mit dem Konzept des Flow verbunden. Die Immersion in das Spiel, Immersion into Game, bezieht sich auf die konzentrierte Beschäftigung mit bestimmten spielerischen Herausforderungen, wie etwa dem Lösen eines Puzzles. Die Immersion in die Umgebung, Immersion into Environment, bezieht sich auf die physische, mentale oder virtuelle Erforschung und Beschäftigung mit der Räumlichkeit einer Spielwelt. Eine Immersion in die Erzählung, Immersion into Narrative, resultiert aus einer intensiven Befassung mit dem Ablauf einer Geschichte. Immersion in den Charakter, Immersion into Character, wird häufig für das Tabletop-Rollenspiel eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Es handelt sich um die Erfahrung, einen Charakter zu spielen, als dieser zu handeln und sich in dessen Lebenswelt hineinzuversetzen. Die Immersion in die Gemeinschaft, Immersion into Community, bezieht sich auf einen sozialen Zustand und die Art und Weise, wie Tabletop-Rollenspiele die Spielenden in unterschiedliche Formen von Gemeinschaften, der Spielrunde, aber auch der Gruppe der Fans einbetten. Ein entscheidendes Konzept in diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Rede vom sogenannten Bleed. Hierbei handelt es sich um eine Bezeichnung für das Phänomen, dass the feelings, thoughts, relationships and physical states of the player affect the character and vice versa. Gemeint ist also, dass sich der eigene Zustand der Spielenden zumeist nicht vollständig vom Zustand der Charaktere trennen lässt. So können emotionale Zustände eines fiktiven Charakters durchaus eine Auswirkung auf die emotionale Verfassung von dessen Spielerinnen haben. Und umgekehrt ist das Verhalten des Charakters in der fiktiven Welt meist nicht unabhängig davon, wie sich dessen Spieler gerade fühlt. Nicht zuletzt, weil sich diese Art von gegenseitiger Beeinflussung nie ganz ausschließen lässt oder je nachdem auch bewusst als Teil oder Ziel des Spiels verstanden wird, haben sich besonders in den letzten Jahren zahlreiche sogenannte Sicherheitstechniken, Safety Tools, für Tabletop-Rollenspiele entwickelt. Während Techniken dieser Art im Kontext von Live-Rollenspielen bereits länger verwendet wurden, finden sie nun auch im Tabletop-Rollenspiel immer stärkere Anwendung. Ihre Verwendung ist durchaus zu empfehlen. Ihr Einsatz zielt darauf, den SpielerInnen aufgrund der radikalen Offenheit dessen, was im Verlauf einer Rollenspielsitzung thematisiert und ins Spiel eingebracht werden könnte, Möglichkeiten an die Hand zu geben, entweder im Vorfeld oder auch noch während des Spiels, Einfluss auf die Vielfalt der vorkommenden Themen und auch die Art von deren Behandlung zu nehmen. 3 verbreitete Techniken sind Linien und Schleier, Lines and Veils, die X-Karte, X-Card und Kurskorrektur, Script Change. In einer konsensualen Verwendung dieser Art von Instrument kann sich eine konkrete Spielrunde somit auf gemeinsam bestimmte Rahmenbedingungen des Spielens einigen. Linien und Schleier bieten die Möglichkeit, bestimmte Themen bereits vor Beginn des eigentlichen Spielens entweder komplett aus dem Spiel auszuschließen, Linien, oder deren Vorkommen im Spiel hinter einem Schleier zu verbergen. Das heißt, beispielsweise zu Beginn einer Szene mit sexuellem Inhalt oder mit Folter, dann nur kurz das Ergebnis des entsprechenden Ereignisses zu erzählen, ohne ins Detail zu gehen. Dies entspricht dann in etwa der filmischen Technik des Fade to Black. Die X-Karte ist eine physische Karte in der Tischmitte oder ein anderes Zeichen, auf das die Gruppe sich geeinigt hat, über welches ein Spieler den anderen mitteilen kann,
dass er oder sie sich mit dem gegenwärtigen Verlauf der Spielsitzung unwohl fühlt. Als Reaktion wird von den Spielenden bzw. der Spielleitung die aktuelle Szene abgebrochen und entweder neu mit einem anderen Verlauf angesetzt oder zu einer neuen Szene gesprungen. Je nach Einsatz der X-Karte werden der in diesem Moment gespielte Inhalt oder die gerade ablaufenden Ereignisse dann auch aus dem Kanon der fiktiven Spielwelt entfernt, als ob sie nie geschehen wären. Kurskorrektur ist ähnlich wie die X-Karte eine Technik, den Ablauf der fiktiven Ereignisse aus einer Metaperspektive zu steuern. Über das Aussprechen der Worte zurückspulen, vorspulen, Pause oder Zeitlupe kann eine Spielerin darauf hinweisen, dass die gegenwärtige Situation und der gerade geschehende Verlauf der Ereignisse angepasst werden soll. Zusätzlich zu diesen drei gibt es noch eine Reihe weiterer verbreiteter Sicherheitstechniken. Unter DesignerInnen von Tabletop-Rollenspielen wird gegenwärtig intensiv über deren Vorteile und Nachteile debattiert. Auch größere Systeme wie D&D beginnen gegenwärtig explizit entsprechende Techniken zu adaptieren. Eine weitere analytische Perspektive könnte sein, sich für die Ökonomien in einem Tabletop-Rollenspiel zu interessieren. Dies ist häufiger ein analytisches Interesse für die wirtschaftlichen Abläufe in virtuellen Welten, besonders in MMORPGs. Aber es ließe sich ebenso fragen, wie wirtschaftliche Prozesse in Tabletop-Rollenspielen abgebildet werden und welche Rolle dies im Spieldesign spielt. Eine Verknappung von Ressourcen und eine Geldökonomie in einer Spielwelt führen beispielsweise dazu, dass die SpielerInnen bestimmte Entscheidungen treffen müssen. Kaufe ich jetzt das Schwert oder den Heiltrank? Manche Spiele modellieren komplexe wirtschaftliche Abläufe, was natürlich für Computer noch einfacher ist, während andere bewusst auf diese verzichten. Ökonomien sind somit einerseits ein Beitrag zu einem simulativen Realismus, zum anderen tragen sie aber dazu bei, dass die im Spiel getroffenen Entscheidungen Bedeutung erhalten. Neben solcher klassischer Geldwirtschaft gibt es auf der Ebene des Spielsystems, wie auch in Brett- und Computerspielen, häufig noch unterschiedliche Ökonomien im Sinne eines Kreislaufs von Währungen im Spiel. Punkte verschiedener Art, Stresspunkte, Aktionspunkte und so weiter, die die SpielerInnen während des Spiels einsetzen, verlieren und wiedergewinnen können. Auch diese Ökonomien in ihrem Design und ihren Auswirkungen im konkreten Spielverlauf ließen sich analysieren. Eine weitere Analyseperspektive richtet sich auf das Verhältnis zwischen SpielerInnen und ihren fiktiven Charakteren. Bowman unterscheidet auf einem Spektrum neun Typen SpielerInnen-Charakteren, die sich auf das Verhältnis zwischen Spielerinnencharakter und der primären Identität der Spielerinnen beziehen. Diese sind nach Bowman folgende. Doppelgänger Self, a character that behaves and thinks almost identically to the player's primary identity. Devoid Self, a character similar to the primary identity that lacks an essential trait or quality that the player possesses. Augmented Self, a character similar to the primary identity with some sort of augmentation. Fragmented Self, a subdued fragment of the primary identity that becomes accentuated, magnified, or twisted into a distinctive feature of the character. Repressed Self, a regression into an earlier state of consciousness, such as an inner child character. Idealized Self, a character that possesses qualities that the player desires. Oppositional Self, a character in complete opposition to the player's sense of primary identity. Experimental Self, a character created as an experiment in order to explore a bizarre concept. Taboo Self, a character meant to explore a social taboo. Nach Bowman werden diese Charaktere in einer Abfolge von vier Stufen der Charakterentwicklung erschaffen. Genesis Stage, Development Stage, Interaction Stage and Realization Stage. Abschließend möchte ich noch kurz auf einen Aspekt der Gegenwart des Tabletop-Rollenspiels eingehen, auf den wir in der Diskussion zum dritten Block sowie im vierten Block noch einmal eingehen werden. Lange Zeit wurden Tabletop-Rollenspiele, auch wenn sie immer schon durch unterschiedlichen Medieneinsatz unterstützt wurden, als rein analoge Spiele betrachtet. Im Sinne einer Frage nach der Digital Future of Tabletop Games lässt sich allerdings fragen, ob diese Perspektive ihrer gegenwärtigen Gestalt noch angemessen ist. So waren Tabletop-Rollenspiele schon immer multimodale Texte, Multimodal Texts, indem sie in ihrer Spielpraxis unterschiedliche mediale Modalitäten einsetzen. Schrift, Bild, Ton, Bewegung, Räumlichkeit und so weiter. Als multimedialer Text, Multimedia-Text, besteht der Rollenspieltext aus schriftlichen Texten, mündlicher Rede, ergänzt durch Visualisierung, materiellen Figuren, Begleitmusik und so weiter. In einem etwas anderen Verständnis von Multimodalität verweisen Ernst und Bauer darauf, dass Tabletop-Rollenspiele aus einer Verbindung mehrerer Typen von Spielen bestehen.
da er sowohl multimedial als auch multimodal sein. Spätestens in unserer digitalen Gegenwart seien Tabletop-Rollenspiele nun aber auch als transmodale Texte, Transmodal Text zu verstehen. Dies bezieht sich zum einen auf die transmedialen intertextuellen Verhältnisse zwischen Tabletop-Rollenspielen und anderen medialen Formen, in denen einerseits ihre Geschichten weitererzählt werden, aber die andererseits durch ihre Rezeption durch die SpielerInnen auch die konkreten Spielsitzungen beeinflussen können. Diese Form der Transmedialität, also dass die Lektüre eines Romans beispielsweise das Verhalten zu der entsprechenden Spielwelt, beispielsweise das Verhalten der Spielercharaktere dann in einer Rollenspielsitzung beeinflusst, ist nicht neu, bezieht sich nicht unbedingt auf Phänomene der Digitalisierung. Dennoch verstärkt die zunehmende Verknüpfung unterschiedlicher medialer Formen in der gegenwärtigen Populärkultur diesen transmedialen Charakter des Rollenspieltexts. Darüber hinaus ist aber in das Spielen von Tabletop-Rollenspielen selbst in gewisser Weise heute in anderer Weise trans- und multimedial. Oder kann es sein? Und seine Multimodalität wird in anderer Weise realisiert. Wenn beispielsweise eine Spielrunde nicht mehr gemeinsam am Tisch sitzt, sondern stattdessen ihr Spiel über Video- oder Audio-Chat und unterschiedliche Software-Applikationen realisiert, komplizieren sich aus analytischer Perspektive die Verhältnisse. So zeigt Stephanie Hedge, wie the same types of multimodal elements of TRPGs exist in digital spaces, for example character sheets, maps or dice rolls, but they now operate on multiple platforms. Rather than all being in a physical space around a literal table, gamers may use one platform for communicating out of character chat and another for formal gameplay. The story now exists in multiple texts dispersed across multiple platforms, all of which are necessary to comprehend the gaming session. In einer solchen Spielsituation verwenden Spielerinnen beispielsweise Google Hangouts für Video- und Audio-Chat mit Spielleitung und Mitspielerinnen, haben in einem Browser ein Fenster mit ihrem Charakterbogen und der Battle Map in der Virtual Tabletop-Applikation Roll20 geöffnet, über die dann auch Hintergrundmusik gestreamt wird, nutzen PDFs von Regeln und Settingbüchern als Referenz und chatten im Hintergrund über die Plattform Discord parallel mit den MitspielerInnen. Das Würfeln findet dann zumeist ebenfalls über Roll20 statt. Daneben können SpielerInnen natürlich auch weiterhin parallel gedruckte Bücher und Charakterbögen, Notizen, Miniaturen, Würfel und so weiter verwenden. Es ergibt sich also eine neue Situation der Hervorbringung des Rollenspieltextes, die einer eigenen Analyse und vermutlich auch eigener Analysekategorien bedarf. Erste Betrachtungen weisen beispielsweise darauf hin, wie über diese Technologien die unterschiedlichen Rahmen, narrativer Rahmen, Spielrahmen und sozialer Rahmen, auf unterschiedliche Plattformen verteilt werden. SpielerInnen verwenden beispielsweise Video- oder Audio-Chat für die Erzählung und Interaktion zwischen den SpielerInnen, insbesondere in Character. Ein Virtual Tabletop als Plattform für den mechanischen Ablauf des Spiels, inklusive des Würfelns, und zusätzliche Chat-Plattformen für weitere Kommentare und Out-of-Character-Kommunikation. Hedge schreibt: The narrative frame is best supported by Google Hangouts. The game frame is best supported by Roll20. And the social frame is best supported by Discord, with additional technologies supporting out-of-session social narrative elements, like Twitter for meta-commentary and Spotify for character playlists. Weitere Studien des gerade erschienenen Sammelbandes Role-Playing Games in the Digital Age befassen sich mit anderen Aspekten dieser neuen gegenwärtigen Situation für Tabletop-Rollenspiele. Interessant ist dabei auch, dass durchaus eine signifikante Zahl von SpielerInnen die Möglichkeiten eines Virtual Tabletops auch für das Spiel am Tisch nutzen. All diese Veränderungen lassen sich einerseits im Blick darauf analysieren, wie die Virtual Tabletops selbst die unterschiedlichen Bestandteile und Rahmen des Tabletop-Rollenspiels implementieren und auch, wie Rollenspielverlage in ihren oft direkt für Virtual Tabletops entwickelten digitalen Produkten die Bestandteile des Tabletop-Rollenspiels in digitaler Form umsetzen. Sie lassen sich aber auch auf der Basis eigener Spielerfahrung eine Analyse unterziehen, wie Hedge dies tut. Der Rollenspieltext, wie er in dieser digitalen Form hervorgebracht wird, dient dann dazu als Grundlage. Zusätzlich lässt sich aber auch eine solche Analyse ebenso vornehmen für einen Rollenspieltext, der von anderen Gruppen von Spielerinnen hervorgebracht wurde. In diesem Zusammenhang ist dann auch eine weitere wichtige Veränderung von Bedeutung, die im Bereich der Tabletop-Rollenspiele durch die Digitalisierung ausgelöst oder zumindest verstärkt wurde. Die Ton- oder Videoaufnahme von Tabletop-Rollenspielsitzungen sowohl zum privaten Gebrauch oder auch als Dokumentation der eigenen Spielerfahrung. Insbesondere aber als eine neue Form des Entertainments für ein Publikum,
in Form von sogenannten Actual Play Podcasts oder Video-Livestreams. Diese ausführlich zu behandeln, würde einer eigenen Diskussion bedürfen. Wichtig ist aber dabei festzustellen, dass es sich in beiden Fällen zumindest um etwas Neuartiges handelt, indem das Publikum für den Rollenspieltext bewusst über die Spielenden selbst hinaus erweitert wird. Gleichzeitig bettet sich diese Entwicklung in die generelle Entwicklung ein, das Zusehen bei digitalen Spielen als Entertainment zu betrachten. J.T. Taylor, die sich mit Computerspiel-Livestreamern beschäftigt, spricht davon, wie hierdurch neue Formate der Live-Sendung und des seriellen Entertainments entstehen. Am Beispiel der mit Abstand erfolgreichsten Livestream-Produktion Critical Role im Tabletop-Bereich analysiert Friedman, wie der Rollenspieltext bzw. Teilaspekte des Rollenspieltextes in einer Vielzahl von Formen öffentlich zugänglich gemacht und von einem Publikum rezipiert und diskutiert werden. In offizieller Form als Livestreaming-Ereignis, Livestream-Event, als Live-Show vor Publikum, als Videoaufzeichnung, Video on Demand, als Podcast und als offizieller Videozusammenschnitt, Officially Highly Condensed Video Recap. In offizieller Form wird der zugänglich gemacht, der Rollenspieltext, über Live-Tweeting, als Texttranskript, als schriftliche Zusammenfassung, Text-Recap und indem Fans eine Einteilung der Erzählung, Organization, in Kapitel und Erzählbögen vornehmen. Darüber hinaus gibt es weitere transmediale Verarbeitung des Rollenspieltextes. In Interview-Shows auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von Critical Role, in Comics bzw. Graphic Novels, in Settingbüchern von D&D, in einem Hochglanz-Hintergrundbuch sowie in einer über Kickstarter finanzierten und zukünftigen Zusammenhang mit Amazon produzierten Animationsserie. Zu diesen erneut offiziellen Verarbeitungen kommen die von Fans erstellten Weiterverarbeitungen, insbesondere Illustrationen von Charakteren oder Ereignissen und eigene Erzählungen, welche Elemente des Settings oder Charaktere aus dem Livestream aufnehmen. Erstere wird von den Produzenten von Critical Role sehr geschätzt, während zweitere fast vollständig ignoriert werden. Wichtig ist dabei zu beobachten, dass andere Produktionen neben Critical Role sehr unterschiedlich große Budgets haben. Viele Livestreams und Actual Play Podcasts dann auch als Hobbyprojekte entstehen und sich zusätzlich auf Plattformen wie YouTube noch eine große Zahl von Videoaufnahmen von Rollenspielsitzungen findet, die nicht in gleicher Weise an ein größeres Publikum gerichtet sind, sondern sich eher als Dokumentation verstehen. Dazu gibt es dann Spielsitzungen, die aufgenommen wurden als Demonstration, etwa aus edukativen oder PR-Gründen eines bestimmten Rollenspielsystems. Interessant sind also gerade im Blick auf die in unserem Seminar vorkommenden pragmatische Unterscheidungen zwischen Computerbrett- und Tabletop-Rollenspielen, wie diese dann in diesem Zusammenhang aufgelöst oder zumindest verhandelt wird. In Form von computervermittelten Tabletop-Rollenspielen, in der Erweiterung von Brettspielen über digitale Techniken oder in der Ausweitung von Computerspielen auf den physischen Raum im Kontext von Augmented Reality-Spielen. Wir werden diese Themen und diese Fragen dann zum Abschluss des Seminars in der letzten Sitzung noch einmal wieder aufnehmen. Nun hoffe ich aber, Ihnen mit diesem sehr ausführlichen Impuls erst einmal eine ganze Reihe von Analysemöglichkeiten und Kategorien für die Beschäftigung mit Tabletop-Rollenspielen nahegebracht zu haben.